Servus, meine Freunde. Daher bin ich wieder, euer Grollspiel 007 mit der Festivalspielliste Season 28 Frühling. So, ich stehe hier alleine, aber gleich kommen meine ganzen Kumpels dazu. Und dann machen wir das Ding wieder, dann rocken wir wieder. Und ja, ihr seht schon. Nissan GT-R 2017 in der Grolsch Rally Edition. Und mit dem Ding werde ich gleich starten. Und werde damit die Godzilla wöchentliche Herausforderung machen. Und zwar habe ich sie eigentlich schon gemacht. Ich mache die Anmod jetzt eigentlich nach dem ganzen Spektakel. Gut. Da, fertig. Wöchentliche Herausforderung vor Saturn erledigt. Ja. Jetzt warten wir auf die Kumpels. Und dann sind die Alphas wieder am Start gegen Turn 10. Viel Spaß dabei. Haut rein. Und lacht mit uns. Und manchmal auch über uns, wie dämlich wir uns anstellen. Bis gleich. Ciao. Servus, da bin ich mit meinem schönen Nissan GT-R mit dem Godzilla von 2017. Ihr seht, Rally Edition hat was damit zu tun, dass das eigentlich ein Rally-Aufbau ist, aber ich werde das Ding jetzt ganz einfach mal dreisterweise, weil ich es kann, einfach mal über die Straßenrennen schicken. Und anschließend, wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, Driftberührung ausführen und dann ein paar Draufgänger machen. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin einfach mal ein bisschen dreist, weil ich es kann. Denke ich, hoffe ich, meine ich, was weiß ich, keine Ahnung. Und ich hoffe, es ist jetzt das richtige Rennen. Ansonsten habe ich Pech. Aber da das meine Haus- und Hofstrecke ist, sollte das doch wohl gelingen. Da muss ich mal kurz zurückspulen. Bei mir ist nämlich gerade der Wecker angegangen. Entschuldigung. Da war ich mal ein bisschen assi. Und schon wieder ein Hühnchen gegrillt. Ah, das war doof. Das war noch döver. Da bin ich anscheinend viel zu schnell. Für das Spiel.
Manu! Er mag mich nicht. Er mag mich wirklich nicht. Gut, dass wir nicht mit Reifenabnutzung fahren. Die wären bestimmt jetzt schon blank. Ja, schön. Jetzt wollen wir mal ganz schnell mal gucken, ob die gezählt hat. Ja, zählt. Oder? Nee, zählt nicht. Okay, dann ist es eine andere. Alles klar, dann sind es die normalen. Die normalen blauen. Warte, stopp. Blödsinn. Kreativ-Hub. Heute beliebt. Dann machen wir das so. GTRs. Yep. Like ich. I like it. Na, hervorragend. So, jetzt müssen wir noch Drift-Berührungskombo. Mauerstreifen. Okay. Hier sind ja ein paar Mauern. Hab ich gehört. Irgendwo. Hier so. Das sind, glaube ich, die falschen. Manu! Muss ich doch in die Stadt gehen? Okay, okay, okay. Bin ja gar nicht so. Ich weiß ja, was ihr wollt. Ne? Gehen wir einfach mal nach da. Zack, bumm.
Ich bin nicht so gut da drin in so Driftberührungen, wenn es drauf ankommt. Habe ich wenigstens schon einen Punkt gemacht? Oh, zwei schon. Ja. War klar. X5, hau ab. Du störst meine Kreise oder meine Drifters. Jawohl, geht doch. So, zack. Draufgänger. Jetzt gehe ich drauf. Ich gehe sowas von drauf. Und am Draufgehen tut man's. Natürlich. Auf der Autobahn. Das müsste es jetzt gewesen sein, oder? Wie viel Draufgänger brauche ich denn noch? Warte. Ach, da kam es doch gerade, oder? Ja, da ist er fertig. Fertig. Fertig, fertig, fertig. Fertig. Jo. Rest machen wir später. Eigentlich falsch. Dann kann ich mit den Jungs gleich ganz bequem die Rennen machen. Dann wird das alles ein bisschen entspannter, weil ich habe nämlich heute nicht viel Zeit. Und wie viel brauche ich? 326, 327. Mal gucken, ob er das kann. Oder ob ich den Großen dafür rausholen muss. So. Ach, scheiß drauf. Nein. Wo ist denn der andere Godzilla? So eine Kackbirne.
wenn ich Schleifen fahre, dann wird das nichts, wa? Ei. Machbar auf jeden Fall. Ich muss mir das Ding mal wieder markieren. Machbar ist es auf jeden Fall. Scheint doch nicht so richtig. Einen machen wir noch, ansonsten müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Gut, Entschuldigung, ich wollte es versuchen. Hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Denn müssen wir uns doch wohl ein anderes Auto dazu nehmen. Die Geheimwaffe haben wir ja schon oft genug gehabt. Jetzt probieren wir mal eine. Gucken, ob die das hinkriegt. Mann, echt jetzt? Welchen von den Dingern habe ich denn getunt? Den habe ich, glaube ich, getunt. Gucken wir einfach mal. Scheiß Dreck. Kacke. Jetzt wollte ich es eigentlich so schnell wie möglich machen. Aber nein.
Ja, okay, den also. Dann haben wir den schon mal. Komm her. Hundertdreiundsiebzig, okay. Ob das funktioniert, werden wir dann gleich sehen. Anscheinend ja. Zumindest ganz knapp. So, dann haben wir noch einen kleinen Jumping Jack. Flash. Achso. Schwalbensprung. Das wird ja wieder lustig. Wie viel brauchen wir? 244 Meter. Okay. Vierundvierzig Meter. Okay, dann nehmen wir jetzt ausnahmsweise mal noch mal den Nissan. Und probieren das einfach mal. Wenn das nicht funktioniert, dann nehmen wir uns ein entsprechendes Fahrzeug. Das wird nichts. Da hat das Ding natürlich zu wenig Power. Weil ich auch nicht optimal den Punkt getroffen habe. Oh! Wie viel brauchte ich denn? Jetzt gar nicht gemerkt. Zweihundertsiebzehn oder so brauchte ich, glaube ich, oder? Okay, perfekt. Schön. Skadushi! Frühling abgeschlossen. 50%. Bin ja schon begeistert. So. Haben wir schon mal einen Teil erledigt. Jetzt brauchen wir nur die Rendern machen. The Prüfung. Und dann gucken wir einfach mal. Gut, okay. Danke für das Auto. Na dann, bis nachher. Oder gleich. Oder wie auch immer. Servus, meine Freunde. Da sind wir wieder. Die Alphas sind unterwegs und wollen mal wieder Turn 10 ärgern. Und wir haben auch einen Besucher dabei. Hi. Der Scrax unterstützt uns. Nicht? So, Alter Gott. ja, wir fangen mit dem Foto an. Festivalspielliste 28 Frühling. Und wir machen jetzt hier das Fotoshooting.
In Ambleside, nee, im Broadwick. Im Broadwick machen wir das Fotoshooting. Und Hoffentlich gibt es auch genug Brot da. im Broadwick. So, wollen wir mal gucken, was funktioniert. War ich mal fair und habe diese Spielliste mal ein bisschen erläutert. Aufgepimpt? Ich glaube, das wird ein Aufwand. Und Geräusch, ich sehe da direkt hier in Broadway zwei Veranstaltungen. Ach, und weißt du, was ich sehe? Das ist perfekt. Ich sehe Werbung. Ende. Ah! Da, hier. Zum Wohl. Da. Wo ist die Kamera? Da ist die Ich würde Kamera. auch einen Energy Da, trinken, aber hier. ich habe Zack. morgen noch Schule. Ja, der Ah, muss ich los. gerade Nicht die ganze Nacht wach Oh. bleiben. Ressortziel 173 So. Jetzt wollen wir mal gucken, womit fangen wir denn an? Können wir jetzt anfangen, weil da Geht bin ich mal ja noch in der ganz Nähe. kurz, meine Aufnahme spinnt noch rum. Die will einfach nicht aufnehmen. Am Ich will besten mit der was Prüfung und dann die Minispiele. erzählen. Den Rest hast du schon, oder wie? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Retro Hot Hatch C600. Ach du heilige Scheiße. Das wäre halt rein theoretisch direkt hier bei uns. Ja, warte, warte. Wir fangen C600. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Retro Hot Hatch habe. Verdammt. Ich weiß nicht, mir ist gerade aufgefallen, auch habe ich dem Mustang hier Carbonfelgen verpasst. Boah. Passt dann so absolut nicht zu der Zeit. Also entweder nehme ich den Corrado oder den Prelude. Colorado. Corrado? Gott, nehmen wir einen Co Colorado. Oder habt ihr schon mal einen alten Mustang mit Carbonfelgen gesehen? Tja. Oh Mann. Das ist nicht normal. Okay, nice. Er nimmt immer noch nicht auf. Hast du auch genug Speicherplatz? Ja, er wechselt auf der Xbox nicht auf den Stick. Ich weiß mal, ob ich auf die Schnelle beheben kann. Gib mir noch 30 Sekunden. Ach, wir haben Zeit. Ich hab morgen eh nur Mathe und Englisch, also von dem her kann ich auch morgen todmüde sein. Ach, ich habe mir jetzt die neue CPU bestellt. Klatsch. Doch nicht. Nein, Bremsen. Okay, du hast Leistung verbaut, aber keine Bremse. Ich habe Rennbremsen verbaut, nur die Reifen sind halt nicht die besten. Also. Warte, habe ich Rennbremsen verbaut? Ich glaube schon, oder? Geht's los, oder was? Nee, habe ich tatsächlich. Warum habe ich ja Na, keine ich muss Rennbremsen mal. verbaut? Maxi, der will da irgendwie noch was kitten, will er. An seiner Aufnahme. Er hat wieder. Der Speicher funktioniert gerade nicht so. Maxi, irgendwann musst du dir wirklich mal einen ordentlichen PC rufen. Mindestens mal sowas wie eine externe Festplatte, sodass du deine Aufnahmen dort abspeichern kannst. Na, er hat ja einen Stick oder so. Und den Stick, den Ja, steckt das. der mal an, und aber der irgendwie scheint das nicht zu checken. Ja, welches Mikro habe ich denn jetzt? Jetzt ein Das. anderes Mikro? Nee, wird schon passen. Ihr hört mich ja gut, oder? Ja, wir hören dich. Ja, nee, das ist echt. Ich habe vorhin schon PC in Aussicht gehabt, aber traue mich noch nicht. Also, okay. So Ich viel habe einen Geld, Namen weißt gesagt, Ja, scheiß es ist klar. So, könnte Eine ich jetzt. Investition. Maxi? Also, es wird bei mir nichts mehr aufnehmen. Okay. Okay. Gibt's heute nur Kreuzsicht. Schade. Meine Kolonne, bitte starten Sie Angesichts der Tatsache, jetzt. dass es Frühling ist und wir in Großbritannien sind, kann ich dir kein gutes Wetter garantieren. Aber ich Ah, garantiere Kira, dir ist Spaß, mir klar, egal unter dass wir welchen kein gutes Wetter Bedingungen. haben. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Nimm gleich an. So. Und zwei sind schon da, drei sind schon da, vier sind schon da, fünf sind schon da. Einer fehlt. Ja, lädt noch. Jetzt. Ah, da sind wir. Alle.
Alle anwesend. Ich hab noch kurz den Sprung gemacht. Leute, ihr werdet mich so hassen. Ihr werdet mich so lieben beim Design. Ihr werdet dieses Design vergöttern. Wir hassen dich auch so, Scrags. Na, Highflyer hat sowieso wieder das gelb-schwarze Design drauf? Nein. Was? Und ich finde Leute habe ich keine Meterfahrzeuge, da habe ich auch keine Lackierung für. Habe ich keine Meterfahrzeuge. Also, meiner ist es Meterfahrzeug mit Meterdesign. Das Design allein macht das Auto 10 km schneller. Achso, okay, alles klar, gut. 10 km/h machen bei C600 schon viel aus. Jo. Aber ohne Skill bringen die auch nicht viel. Ja. Und ich muss gerade die Klappe aufreißen. Oh fuck, mir fällt gerade ein, den hatte ich glaube ich mal für Minispiele aufgebaut. Mal gucken. Ich bin der einzige Japaner. Tja. Ich hab gedacht, du kommst aus Deutschland. Ich war der einzige Japaner. Geil. Wenigstens im Gegnerteam sind 3 Japaner noch mit dabei. Ob das wohl interessant werden könnte? Ich bin sogar Erster. Das Problem ist, ich habe gerade gemerkt, ich habe meinen ersten Gang einfach viel zu lange übersetzt. Der kommt einfach nicht aus den Pötten. Ach, das ist natürlich blöd. Nice Fiber. Geile Lackierung. Sag ich ja. Die geile Lackierung. Scrax, kommt da noch was oder muss den Anker erst noch die abflexen? Nee, ich muss einfach nur kurz gucken und einen Klatschkick geben, damit das Ding Alter, ich bin neben dir gewesen eigentlich. Ein bisschen Drehzahl bekommt, ist ja VTEC. Ja. VTEC braucht ja Drehzahl. Oh, blocken wir hier mal ein bisschen ab hier, du Kasper. Alter, dieser Steuerteil sind Peugeot, Alter. Hau ab. Mega aggressiv schon wieder. Oh, na, Highfly ist hier wieder aggressiv ohne Ende. Ich hab jetzt auch wieder Bauchfahrt aufgebaut. Na gut, ich hab Serienfahrer, also das wird schon gehen. Oh, nee. Die schnappen halt schon so richtig in meine Richtung, ne? Avatare. Die schnappen nach dir, ne? Ja. Oh, wenn ich die Nähmaschine höre vor mir, wenn ich die Nähmaschine höre, dann gehen alle Fußnägel bei mir nach oben, aber auch alle. Yeah. Ja, genauso hört sich das an. Herr Thomas überrundet man. Oh shit, hier ist im sechsten Gang bei 156 Schluss. Oh, verdammt. 156? Nee, 185, so. What? Ich bin jetzt hier im vierten und fahr 215. Ja, wie gesagt, der war für Minispiele aufgebaut. Meine. Weil dich einzuholen ist trotzdem sehr schwer. Ja, hier auf diesem kurvigen Dings, ja, die Beschleunigung hat er wie Sau. War kein Kurvenlager. Nein. Ach, mit dem Spiel lang. Wenn ich abbremse, weil ich Bleiheit nicht reinrasen will, dann hast du auch einfach abzubremsen. Was? Ich hab grad keine Bremse verbaut. Und bei Fly High sowieso nicht. Was? Das gibt's doch nicht. Jungs, gib Gas! Fly High dreht eine ganze Tür. Er hängt zum Kreuz an meiner Vorderachse. Hä? Du hast mich schon, jetzt geh mir nicht auf den Zünder! Der schiebt er mich schon wieder weg, ey. Scheiße. Ich auch nicht, ich hab vorne Trieb. Und Ende! Frontkratzer, du! Was? Und Ende? Ja, mit meiner Beschleunigung. Achso. Fährt sonst noch irgendwer Frontkratzer außer Pascal und mir? Ja, der Fiesta ist doch, glaube ich, auch Frontantrieb, oder? Also ich glaube, ja. Ist bei mir. Ja, ist er. Aber der Fiesta hört sich geil an, das ist so richtig kerniger Sound. Mit dem, wenn du so in dem aufbauen echt fahren würdest, du hättest so viel Spaß mit diesem Auto. Ja, mein Design fahren muss dann auch viel Spaß.
hat er denn? Au! Ich fahr den Ford Fiesta. 100 kW. Ja. Du auch fährst. Alter, was kalt, du Penner. Ja, du bist auch gerade in den Arsch reingefahren. Ja, aber nicht so. Ja, ich weiß. Ich hab dich leicht am Hinterteil berührt, während ich war so zärtliches Streicheln. Ihr dann miteinander, ihr sollt Auto fahren, nicht euch zärtlich und streicheln. Und du mir komplett hinten rein. Bei dir ja nicht seitlich. Stimmt, seitlich reinfahren wäre ja wieder da gewesen. Thomas hat einen Checkpoint verpasst. Ja, zweimal. Ich hoffe, es kommen nur so Handling-Kurse, keine Hochgeschwindigkeitskurs. Obwohl da auch kein Handling hat. Das war eigentlich eher ein Power-Kurs mit einem kurzen Handling-Abteil. Nur gegen 6 Computer. Die Fly High ist mein Auto auf dem Weg. Eine gerade Strecke, es war mehr schon ein Handling. Das war Power. Also, ich weiß es aus Erfahrung, aus Team-Abenteuern, aus Online-Abenteuern, das ist eher eine Power-Strecke. Wenn du ein Fahrzeug hast, was rein auf Power aufgebaut ist, bist du auf jeden Fall besser dran als ein Handling-Bild. Naja. Wegen 200 Meter gerade. Das sind 2 Kilometer. Oder anderthalb, das 2 Kilometer. Bildlich ausgedrückt. Och nee. Pascal. Hey. Ich hoffe, wir graben uns nicht ein. Ja, mit dem Frontantrieb glaube ich eher weniger. Wenn der Heckantrieb war noch fast hätte. Alle. Oh, das wird jetzt ein Krach, wenn ich die ganze Zeit im Grenze hänge. Ich weiß nicht warum, aber mein Auto ist auch von Antrieb und da kommt durch jedes Gelände durch. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ja, mit dem Heckantrieb hättest du, glaube ich, mehr Probleme auf dem Schotter. Hm. Macht hier nix. Ciao, Fly. Tschüss. Jetzt zieht er mir trotzdem alle weg, ne? Nimm dir mal keinen Schasten dabei, das lecken die Autos nicht so. Fly High macht da vorne erstmal Randale. Ja. Oh nee, ich ja, hör den Rasenmäher schon wieder neben mir. Danke. Entschuldigung. Oh, sorry, nice Fahrer. Ich wollte eigentlich die Bots wegschieben, weil die haben sich lassen. Dachte ich. Schieb dich ein bisschen an. Oh nein, die ganzen Steine. Boah, der kommt da nicht durch. Wie stark das Wasser einfach ausbremst und die Bots fahren halt einfach weiter, ne? Eieieiei. So, Sleeven, jetzt krieg ich erst dich und danach den X87 Warrior 87X. Auch ein geiler Name, ja. Okay, der Civic geht dort schon ziemlich gut ab. Ich hab nur noch den Alter, ich bin gerade eigentlich echt amazed, wie geil dieser Fiesta handelt. Ja. Ich kann Kurven, wo Ideali neurotisch einfach mit Vollgas durchfahren. Scheiße. So langsam ist er. Ja, aber jetzt fährt sich jetzt. Jetzt untersteuert er gerade, aber. Vor allem der Civic, der untersteuert halt so gefühlt gar nicht. Hat nicht genug Leistung zum Untersteuern, glaube ich. Oh nein. Komme ich in die Begrenzung. Aber er hat halt genug Leistung, um noch gut nach vorne zu gehen. Ich muss ehrlich sein, ich habe auch gedacht, dass mein Auto viel schlimmer ist. Weil ich ihn ja nicht nur just von vorne aufgebaut habe und ich wirklich viel ernst in diesem Auto reingesteckt habe. Warte, das ist schon die Generation Civic, wo Timo jetzt hat. Oder? Keine Ahnung. Lass dich hier nicht vorbei. Nein. Würde ich es auch sagen. Ich glaube nicht, dass das Wallriden in den Klassen irgendwie viel bringt. Oh, doch. Bisschen was. Ja, Fly kommt eh nicht um die Kurve, also. Doch, quer. Also lieber wollen weiter, als nicht um die Kurve zu kommen. Verstehe ich.
Ich habe Pistazien-Grünfelgen. Was? Oh, ich aber nochmal sorry, dass ich dir voraus in dein Intro reingequasselt habe, aber ich bin nicht von den Alphas. Nö. Aber lass doch erstmal Volks ausreden. Vielleicht wäre ja noch was gekommen. Genau. Ich wollte auch mal mein Maul aufreißen. Nee, das machst du ständig. Ich weiß. Aber ich habe noch nie ein Intro gestört. Das wollte ich unbedingt mal machen. Du. Das hätte man ja bringen können. Du? Du? Störst bei ständig okay, ein Intro. Nächstes Mal bei Nico das Intro werde ich so. Nein, mach's doch mal bei Will. Ja! Jawohl, die Ente. Die Ente. Wir lieben sie alle, die Ente. Also ich bin gespannt, ob jetzt die Kurven, ob ich da so viel Vorsprung rausfahre, dass sie mich in den Graden nicht wieder ein. Oh Gott, ich hab noch was geschrieben. Danke. Würde ein extra der Schub. Civic hat halt den unteren Brezel. Boah, was macht Power. Denn? Ja, boah, auf die Bande raus. Diese scheiß Valvatare, Alter, ich glaub. Das ist halt nicht mehr normal. Ja, wir haben dich jetzt noch einmal danke, Leute. Sorry, ich glaube, das war Max. Nein, das waren drei Leute oder vier Leute. Ja, das war kompakte gemeint Teamleistung. Ich meine, das ist Andi, nice, halt, Boykott, Alter. Ja, so kann man es auch. Ich weiß ganz genau, Alter. Auch Maxi, das war aber... Oh, Alter, schwer, was ist denn gemeinsam los? Das war geplant. Jetzt hab ich ja alle euch. Alter, was hast du in den Fiesta reingebaut? Nitro? Ja. Oh Gott, oh Gott. Nee. Ich hab ein bisschen mehr Handling verbaut als du, ne? Wie gesagt, er ist für Minigames aufgebaut. Ja, jetzt hab ich gleich in den Krenn. Wir sind so weit vom Bot und Alter Schwede! Ey, Mann! Flyer, ey. Da klatscht der Flyer alle weg, Alter. Okay. Also gehen wir auf Flyer-Jagd, oder? Grollsch. Mal wieder. Der Arme. Oh, sorry. Grollsch, sorry. Ich dachte, du gibst weiter Gas. Ich gewinne in der Zwischenzeit vor uns. Einfach zu viel Leistung in seinem Scheiß. Wie er da. Aber ihr fahrt alle schneller als ich. Das kann nicht sein. Du bist noch nicht mal im Begrenzer. 86, da bin ich im Begrenzer. Ja, ich hab 179 Begrenzer. Boah, da wollte er aber richtig nehmen, mein Alter. Da habe ich jetzt den Checkpoint dafür. Ja, das hab ich mir fast gedacht, hast du. Ich wollte den Freiheit abschießen, hat leider nicht funktioniert. Nee, ist ja auch geguckt worden. Voll schlimm hier heutzutage, Alter. Den sind einfach nur auf dich, weil du besser bist. Nee, das hat schon eine Rechtfertigung, also. nee, jetzt hab ich den auch noch knapp verpasst. So eine Kacke, ey. Ah, Quatsch. Quatsch, willkommen auf den letzten Plätzen. Pascal, du bist in den Top 10. Ja. Ich krieg die Bots einfach nicht eingeholt, Alter. Boah, ist das ziemlich schnell. Weil ich den Remin-Schatten auch nicht einfach einkassieren kann. Also ich bin mit dem Civic beim Bremspunkt bei 197. Ja, ich 176, Drehzahlbegrenzer, klein. Wollte ich Windschatten nehmen. Und das Ding ist, der Civic hat Serienleistung. Ich komme. Und wiegt 2 Kilo mehr und wiegt einfach 2 Kilo mehr wie Serie. 1090 wiegt er 1092 Kilo. Wow. Ey, wie ja Maxi mit dem Fiesta da irgendwie durch die Kurve rattern, ey, ist unglaublich, ey. Ich renn's so, voll runter, voll runter und er. Ach Leute, wir fahren ja. Stimmt, das ist ja nochmal eine Runde. Nimm ihn auf der Innenseite. Ja, hab ich 199 da, hatte ich jetzt drauf, wir haben Bremspunkt. So, Gott. Dauert ja ewig dieses Rennen. Scheiße. Ich hol dich noch rein.
Quarantäne, wenn du das schaffst, Alter. Der Vorcheck verpasst den Checkpoint und schon hinter mir. Alter, ich pflüge hier grad. Ich pflüge hier gerade einfach durch wie ein junger Gott. Eigenlob stimmt. Aber der Civic fährt sich aber halt auch gut. Ja, der VW fährt sich auch nicht schlecht, aber wenn du einen Checkpoint verpasst hast, dann hast du einen Checkpoint verpasst. Wie ziehen wir du rausgeschoben, ja? Doch, Tom ist jetzt. Siehst du mich nicht da oben rutschen, ey. Ich pisch so vor Null auch noch rein. Was das ist. Ajo, genau. Hallo, wie schnell fährt der Pisch so die Kurven rein? Tschüss. Alter, hat so viel Endling, da komm ich sehr. Mal raus. Parking jetzt auch, komm. Nice Fiber schiebst weg, den hol ich sie mir auch noch. Aber ich hab dich vorhin ja auch noch überholt. Ja, also zieh da. Komm. Komm. Komm mal. Ja, komm. Ah, du Schwein. Nein, hat Thomas noch. Nein, hat Thomas noch bekommen. Mama, hast du gibt Gas? Ja, ich probier's, mein Fiesta gibt nicht mehr her. Oh, jetzt packen sie. Nein, nein, ach, Mann, er ist auf mich draufgepackt, ansonsten hätte ich's noch geschafft, tatsächlich. Ach, Mann. Ich konnte halt nicht mal mehr bremsen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, aber endlich der größte Müll vorbei, Alter. Die Namen passen mal wieder absolut nicht zu den Fahrzeugen. Thomas, hast du auch ein schönes Design. Ach, echt? Du hast gerade verpasst, gerade mit meinem Auto. Klassische Rennanzug. Ich weiß nicht. Ich schaffe es genau. Nicht immer. Jawohl. Ich habe unbedingt gebraucht in meinem Kleiderschrank. Den Rennanzug. Ja. Gut, ich bin schön auf dem Klo, bin gleich wieder da. Der PC ist schon nicht schlecht. Der PC ist schon nicht schlecht, aber... sind 1600 Euro ohne Bildschirm. Oh, da muss aber drinnen sein. Warte, ich kann es mal kurz in die Alphas-Gruppe schicken. Aber gucke ich mir jetzt nicht an. Ja, alles gut. Ach, habe ich dir schon gesagt, dass ich mir jetzt doch den... den Chip geholt habe, die CPU? Ja, hast du gesagt. Ja. Ist bloß noch nicht da. Oh. Ich denke mal, am Samstag wird die kommen. Achso, jetzt muss ich erstmal auf die Sitzung warten. McLaren? Die sind wahrscheinlich beide scheiße. McLaren? Ja, ich glaube, ich fange mir den McLaren an. Weil das andere ist Offroader mitten in der Stadt, ey. Da kriege ich wieder eine Krawatte. Wirkreiz. Da geht mir wieder voll einer ab. Ach ja, da habe ich auch ein spezielles Auto dafür. Labor Auto kannst du schon nicht mehr nennen. Jetzt auch geil, ne? Mein kleiner Bruder ist jetzt in Quarantäne. Weil ein Schüler Corona hatte? Nee, der arbeitet gerade im Kindergarten. Ne?
Und eine Kollegin von ihm hat's. Oh. Das geht ruckzuck. Ja, das ist halt geil, der hat die... Weil es ein Klassenkamerad Corona hatte. Der hat die letzte Woche irgendwann auch noch gesehen und mit der irgendwas gemacht und es kam so raus, ja... Also das heißt, was gemacht, hat mit ihr gearbeitet. Das kam so raus, ja. Hat halt Corona in der Zwischenzeit. Da hat er bei uns im Haus ganz normal mit uns gegessen und geredet und alles. Ja, ich muss jetzt morgen in die Schule. Ja, musst du nicht. Da fühlt man sich auch wieder gleich. Wenn du sagst, es gibt einen Verdachtfall in deiner Familie, musst du nicht zur Schule. Doch. Es ist ja kein Verdachtsfall, es ist ja nur in Quarantäne, weil er Kontakt mit einer Person hatte. Deswegen hast du nicht das Recht, daheim zu bleiben, sondern musst weiterhin überall hin arbeiten. Klar. Was macht die gerade? Oder warum redet die gerade? Thomas, so eine Frage. Maxi hat Corona. Und wir gleich. Und wir gleich. Nein. Auch. Geht's ja. Weiter? Ja, ich ja. Daheim bleiben. Och. Jawohl. Nee, in bestimmten Bundesländer oder Geschäfte oder Länder darfst du das nicht mal als Urlaub, musst du das als Urlaub oder sowas bezeichnen. Nee. Sonst also ich nehme jetzt nicht den F1. Ich weiß jetzt nicht, was das genau war, ob das jetzt Urlaub war, aber es ist irgendwie speziell Freistellung oder sonst irgendwas. Frag, was nehme ich? Alter Scheiß, was nehme ich? Das nehme ich. Ich nehme den hier. Warte, was ist denn das Offroad? Ne, nee, Straßenrennen. Straße. Die Nachtrennen sind das. Nee, keine Ahnung. Geiles hat McLaren, McLaren hat so geiles Handling. Das sind alles McLaren. Das Ding ist, wenn ich das Geld habe für einen Supersportwagen, wird's kein so Standard-Supersportwagen, irgendwie ein Huracan oder so. Wenn, dann muss schon irgendwie McLaren oder so. Haben auch nicht viele, das McLaren. Doch, bei mir in der Gegend fallen viele McLaren herum. Ich sehe bei mir Gegend mehr McLaren als Lamborghini oder so. Ja, aber es ist halt echt so, guck dir mal die YouTuber an, wenn sie... Ja, klar, ja, mal, wie viele von den großen YouTubern Lamborghini Huracan haben. Oder ein AMG. Ja, hätte nichts gegen den AMG. Ich würde mir auch einen AMG holen, bin ich ehrlich. Aber mir ja, ist es auch vorteilhaft, weil bei mir in der Nähe AMG ja einen Sitz hat, also Mercedes einen Sitz hat. Also, wenn ich die Kohle hätte, wäre Aston Martin, Jaguar, AMG, McLaren. So, das wären so die wo ich jetzt... Oder mir was ich mir tatsächlich auch holen würde, eine Corvette C8. Ja, eine Corvette wäre auch interessant. Mittlerweile finde ich das echt geil, dieses Mittelmotor-Ding. Auch wenn ich so ein bisschen vermisse, dass es halt ein Frontmotor war auch mal früher. Ich würde aber mit dem Vorgänger noch holen. Weil ich finde den Klang von dem folgenden Motor einfach traumhaft. Aber ich glaube, das ist ein Winteraufbau, den ich da fahre. Oh ja, ich spüre die Offroad-Reifen. Alter, das ich hab ist, auch ey, was die schon wieder am Schieben sind, die. Na, sorry, falsch. Voll. Uiuiui. Ach, da geht's ja links rum. Scheiße. Warum ist das ein Checkpoint überhaupt genommen? Fuck. Wusste ich, ja. ich dachte halt, es geht da. Oh, wir waren das eben. Na ja, Alter. Ich hab's voll gesehen, was war das für ein Scheiß-Bot-Aktion. Ich dachte halt, in der Kurve geht's halt rechts rum Richtung dem Bahnhof. Ah. So, die Bots haben eine besondere Aggression gegen mich. Ja, der Randstein hat mich jetzt gerade eben auch ausgehebelt. Der Randstein kriegt doch hier auch an. Hier. Boah, ja. Bei dir schon? Oh, ey. Ich hab die Kurve zu wackelig genommen. Super klar. Oh, Verkehr links. Ah, da links, okay.
Oh, Verkehr rechts. Mitten in der Kurve. Oh. Boah, fahren die einen Scheiß zusammen, die drei Wörter. Alter! Oh mein Gott. Meine Fresse. Ich bin komplett abgeflogen. Alter, er verliert so die Haftung. Was? Ich kann nochmal zurück. Was? Oh, ich schon wieder. Alter, und dann, wo ich das dritte Mal zurückspule, kommt dann vor mir der Driver Tar, ich fahre in ihn rein und er drückt mich damit quasi außerhalb der Strecke, wo ich gerade im Ausschnitt geflogen bin. Ey, willst du mich eigentlich verarschen, Fotze? Der Typ heißt nicht ernsthaft X-Flat Earth X. X-X-Flat Earth XX. Und dann noch in die Rail-Gedächtnismauer. Das ist genau mein Mann, Alter. Ich glaube an die Flat Earth Theorie. Die Erde ist flach. Ey, das Gegenargument dafür, dass die Erde nicht flach sein kann, ist, wäre die Erde eine Scheibe, dann hätten sich irgendwelche russischen Jugendlichen schon lange genau an die Kante hingehangen. Halt echt so. Die hängen sich doch eher an alle möglichen Sachen dran. Warum dann auch nicht an den Rand der Erde? Ist das gegabt? Sicherlich ein Video, wie Russen von der Klippe springen würden. Aber was wäre dann unter der Scheibe? Tja. Riesen Meer. Wo es früher war, das war zumindest so eine riesen Kuppel. Und die Sterne und so wurden an die Decke geklebt. Da kommt der Donald Trump her. An der Decke? Ne, unter der Scheibe. Unter der Scheibe. Aus dem Glaskasten. Ja. Aus dem Reagenzglas. Entflohen, ja. Na, Herr startet schon wieder vorne. Ja. Er, der. Ja, hat sich verdient. Mehr wieder eingekauft. Also, eigentlich Flyer und ich, wir starten nebeneinander. Und sie legen schon wieder los. Hoppala. Hoppala. Was machst du für Stunts, Alter? Keine Ahnung. Alter. Was geil ist, ist halt auch erklärt, also meine. Richtig geil zielstrebig reagiert. Also, sobald ich schnell einlenken muss, um auszuweichen, er macht instant. Sorry, Kreuzschi. Wow. Also, da Mr. Flat Earth fährt ganz schön viele Kurven dafür. Lord, das ja. Ding ist gegen Baum geklatscht. Ernsthaft? Ja. Verkehr rechts, links. Nein! Halt einfach zurück. Ach so, Verkehr rechts auf der Straße. Uiuiui. Uah! Uah, Thomas. Tschüss. Und Krollsch fährt schon wieder unter die Brücke. Nix da. Das hättest du sehen sollen. Voll der Stunt. Neulich erst eine alte Spieleliste angeguckt und da fährt Krollsch an genau der gleichen Stelle unter die Brücke drunter. Aber diesmal sieht das viel geiler aus. Diesmal bin ich auf der anderen Seite wieder hochgesprungen und über die Mauer drüber. Das war alternative Wege genommen. Ganz like James Bond. Oh, was hasse ich. Oh. Oh, rechts. Ja, Vorsicht, der ist echt gefährlich. Ja, der ist fies. Deshalb habe ich nichts gesagt. Achso, damit wir es verkacken, damit du easy Erster wirst. Ja. Yeah. Oh nein, ich hab die Kurve verpasst. Ja, die hast du leicht verkackt. Ja, nee, ich wäre Erster gewesen, ich wäre die scheiß Force erkannt, Alter. Jetzt aber ich kann euch eins sagen, ich habe vorher noch Need for Speed Remastered gespielt und jetzt Fortsätze spielen, das ist wieder Tag und Nacht. Sorry, das war, aber ich hatte irgendwie einen langen Bremsweg, ich konnte nichts machen, ich sehe so... Ich sehe so, wie du immer langsamer wirst und ich einfach nicht langsamer werde. Oh nein, ey, da ist schon wieder einer, ey, diese... Aber also, ey, ich lieb den F1 an sich. Würde ich jetzt diese Patzi fahren, Alter, wäre das so. Hä, hey, Pascal, wir Ich wurde nicht von dir geXboxt. Pascal, Maxi, wir drei haben geil. Die Xbox hat wieder zugeschlagen. Was, Maxi, du? Bei Nice? Ja. Der war voll weit hinter mir gefühlt, aber. Weil,
Ja, wir werden dieses Spiel nie verstehen. Der Ausgleich, dass Maxi weiter hinten gestartet ist als du. Das kann durchaus möglich sein, darauf musst du mal achten vielleicht. Nee, also wird es ja bei jedem ausgleichen. Weil das habe ich mir schon auch schon öfter gedacht. Ja, aber du... Da wird es ja bei jedem ausgleichen. Och nee, untereinander Broadway immer. Crossfire, ach du Kacke. Ja, aber öfter starte ich als letztes und wird trotzdem geexboxt. Ah, Grolsch, jetzt sind wir hier Startreihe 1. Oh, du also, Scheiße, ja. Das hat aber nichts zu sagen. Gleich, ja, gleich kommt wieder ein Highfly von hinten angeflogen, dann war's das. Kriegst du 100 Punkte. Was? Okay. Gleich kommt ein Highfly von hinten angeflogen. Wenn ich die erste Kurve nicht bremse, dann krieg ich 100 Euro. 100 ja. Punkte. 100 Punkte. Aber hoffentlich nicht in Flensburg. Warum starte ich eigentlich schon wieder ganz hinten? Weil wir jetzt zweit hinten starten. Okay, wir wurden einfach irgendwie verkauft, Alter, als Fahrer, habe ich gesagt. Wie das schon wieder abgeht hier, ey. Wie das schon wieder abgeht, ey. Achtung, zwei Passanten. Oh, was ist denn hier los? Oh Gott. Das ist ein guter Bremsplatz tatsächlich. Was ist mit dir, McLaren, Alter? Welcher? Welcher bist du? Ich hätte, glaube ich, den anderen nehmen sollen. Die 720er Reihe. Was hast denn du vor? Ja, ich will dich nicht rausrammen. Komm, gib Gas! Ist ja was ganz Neues. Oh, Bordstein! Oh, oh Gott, da war voll Verkehr. Jetzt krieg ich den anderen Checkpoint nicht. Oh nein. Ich hab Angst auf die Kreuzung. Da ist doch keine Sau mehr. Doch, da kommt noch einer, guck wie weit der hinten ist. Wow. Alter, wie weit bist du eigentlich vorne, Scrax? Ja, der hat halt nicht die scheiß Startsituation gehabt wie wir alle. Ich bin halt am Start Gießen durchgekommen. Wow, scheiß Passant, Alter. Und der 12C fährt sich aber halt auch geil. Ich wollte gerade euch beide überholen, dann kommt nicht der Passant einfach von mir ab. Oh. Ich sehe nur noch, wie irgendeiner auf einmal so völlig an mir vorbeifährt. Thomas, was da los? Ja, das war genau ich. Der da am Maxi. Leute, ihr wisst schon, was ihr in der Kurve da machen könnt. Extend. Ja, stimmt, aber. Hab ich jetzt einfach nicht mehr dran gedacht. Ich hab, glaube ich, das Rennen ziemlich. Nein! Boah, scheiß Passant, ich muss den in der Kurve fahren. Oh mein Gott, ich fahr grad so ohne Alter, Martin. Ah, jetzt reicht's trotzdem nicht mehr für Kreuz, scheiße. Alter, oh, das macht's Rennen grad gut. Ich mag das nicht mit Passanten mitspielen, das ist kein Rennen mehr. Das ist ein illegales Straßenrennen. Na, ist es doch. Vor allem du fährst in die Kurve. Klopp ist er da. In der Ideallinie. Sollte ich gerade noch vorwärts achten, Passant auf linke Spur in der Kurve. Und damit zufällig. Da ist gerade bei mir ein Auto. Hat Thomas rollt gerade rein. Er hat eine Vorwärtsrolle gemacht und ist dann unter dem Boden verschwunden. Oh, wow, ein Speedtail. Yes. Ich finde dieses Auto immer noch hässlich. Also ich bin ja in dem Bereich ja sehr tätig in dieser Designphase und Autoindustrie. Und ich finde es vom Design sehr gut gelungen. Von der cool, dass er den Speedtimer wieder bringen. Es ist ja generell da. Also ich würde mir niemals dieses Auto kaufen. Dafür ist es doch irgendwo hässlich. Aber von der Designbereich ist es halt sehr ein gelungenes Auto. Das ist halt einfach ein Auto, wo Form nach Funktion kommt. Genauso wie angeblich beim neuen Bugatti. Ja, das sage ich vom Design. Ich finde den neuen Bugatti finde ich designlich sogar richtig geil. Nee, ich meine, da war es ja auch so, da war ja auch der Plan von Bugatti selber. Zuerst Performance und dann Design. Ja, aber ich finde es richtig geil, das Auto. Ach neu. Nee. Vor allem wieder aufgebaut ist. Mit den Aeropart. Ich finde es aber immer noch geil, die technischen Daten.
1850 PS, 1850 ja, halt Meter auf 1200 Kilo. Sogar für Bugatti erwarten wird. Ich hätte nicht weniger erwartet. Ich wäre sogar enttäuscht gewesen, hätte Bugatti weniger. Bin ich ehrlich. Ja, Bugatti hat es glaube ich zum ersten Mal jetzt geschafft, ein Fahrzeug mit mehr Leistung als Gewicht zu bauen. Boah, krass. Nee, das haben schon viele hinbekommen. Nee, ich meine bei Bugatti. Also von Bugatti deren Autos, ja. Der Vita sieht man nicht immer so viel. Aber es gibt jetzt mittlerweile viele Autos, die jetzt ihre 500 irgendwas verschaffen. Es war früher so richtiges Ding, so geil, 500 km/h. Heute nee, der so Kampf war der früher nächste. Mit 400 km/h. Jetzt erweitert sich der Kampf auf 500 km/h. Und da kommen so viele neue Autos, die ich noch nie davon was gehört habe von der Marke, die halt gerade komplett auseinandernehmen. Ah, also, was machen wir als nächstes, Grolsch? A800. Offroader, oder? Extreme Offroader, A800, ach du Scheiße. Also, Leute, ich sag's mal so, er hofft von mir nichts. Er hofft so viel wie vom VW Golf-Forin. Sogar noch weniger. Ich habe nicht in die Spielliste kein Ernst mehr. Das ist eh meistens lost. Außer da geht es nicht darum, schön Rennen zu fahren, da geht es darum, die wer am besten durch die Driver-Tare durchkommt. Ey, der erste Punkt geht nicht an dich, Squax, du hast ihn gegen Baum klatschen lassen. Ja. Maxi? Ja? Bei dir? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Ja, alles gut. Dann lass ich dich wieder in Ruhe. Ich will mein Auto jetzt flippen lassen. Wenn die Dubai Challenge, wo die ihre Autos so seitlich fahren und darauf nur Reifen wechseln und sowas. Ja. Das würde ich auch mal machen. Was meint ihr, können wir? Ja, wir können. Gut, also heute wird es anscheinend nicht so witzig wie sonst. Hui, Barrel Roll! Das war, wenn wir nicht angefangen haben zu saufen, Grosch. Dann fangt mal an zu saufen. Scheiße, ich hab mein Bier schon alle. Du kommst nicht. Ich rede von hartem Zeugs. Ach, ich hab noch einen Schluck drin, dann mach ich mir mein nächstes auf. Der muss ich runterlaufen. Hab ich denn mein Handy? Da ist mein Handy. Ich muss wieder. Ich fahr einen Heckantrieb. Soll ich wieder mal ein bisschen Witze durchlesen? Gestern hat neulich. Da im Aufnahme-Wartet-Schiller Ding eingebracht. Ja, ich glaube Jabo oder so. Was? War gar nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt. Also mein Spoiler ist höher als mein Auto, das hat man zu sagen. BBC. Wie wär's mit dummer ja, glaub, ich überleg grad, wie der ging. Ich glaub, der war. Ein Traktor! Alles klar! Okay. Ein Traktor, okay. Pascal! Ja! Pascal! Ja! So, Pascal, jetzt wollen wir was sehen. Mit deinem Traktor. Leute, wie wär's mit dummen Anmachsprüchen? Ich hab einen Traktor. Merk dir meinen Namen, du musst ihn die ganze Nacht schreien. Na, no, der ist doof. Alter. Mein Mund ist zu trocken. Hättest du mal eine feuchte Zunge für mich? Bah. Eben geht's los. Das sind halt so Sachen, wo man sich einfach nur so denkt, so. Bah, wenn das einer zu einem sagt, also. Nee, das ist eine Farbe, das sagt so ein Typ zu dir. Da denkst so du nur so. Ja. Aber das Problem ist, die Stelle. Ich kenn dich doch, schau mal. Denkst du dir wirklich nur, ich kenn dich doch, schau mal im Wörterbuch gleich neben Hurensohn. Ja, da ist so ein Traktor hinter mir, der schiebt mich andauernd. Ja, um ein bisschen mehr Gas zu generieren. Windschatten ausnutzen. Ach so. Ich hält mich ja nicht dran, bis ich schneller bin. Weil Traktoren sind ja bekanntlich nicht so schnell.
schnell. Ja, dafür sind sie bekannt, dass Traktoren nicht so schnell sind. Warum muss es eigentlich so gerade so dermaßen neblig sein? Weiß ich auch nicht. Alles ist richtig neblig, oder? Aber es fällt mir gerade auf, das passt mir richtig gut rein eigentlich, dass die Spieleliste nicht mit aufgenommen wird, ansonsten würden morgen 3 Videos kommen. Hallo, Forza-Kante. Da hat's gerade einer verkackt. Genau, geht die gleiche Kante. Leute, Forza hat weggefackt. Geil. Weggefackt. Maxi, seh dich. Oh, Highfly, du Hallo. Lappen, ey, du kleiner Stricher, du. Schön mit der Armbremse vorweggezogen. Okay, unterwegs oder was? Ey, und drück mich noch an die Wand, wo ich gerade am Beschleunigen bin, ey. Also ich war einwandfrei vor dir beim. Ah ja, guck ich dir an. So. Hi Maxi. Traktor. Ich wollte nicht gar nicht die Strecke lang fahren, aber irgendwie hat mein Auto mich nicht auf die andere zurückgelassen. Jungs, kommt ihr nicht mehr hinterher. Junge, es geht. Note, ich fahr einen Traktor. Die Höchstgeschwindigkeit des Traktors ist offiziell 50 km/h. Und Maxi fährt eindeutig unter 50 km/h. Ja. Ich hab mich hinten angehängt an den Traktor. Jetzt hat der Anhänger überholt. Das ist eine Scheißstrecke für alle Offroader, Alter. Nein! Entschuldigung, Thomas. Ja, Thomas, der Grund kann nicht anders. Ach, nicht schon wieder diese Kante, Alter. Ihr kennt die Kante doch, oder? Ja. Das ist eine markante Kante, die man leider schon kannte. Dass ihr vorankommt. Als wenn jemand einen Unfall baut, bleib ich euch ab im Traktor. Das ist mein Ziel. Ah. Oh. Fahrt der Computer Schlag gegen die Forza-Kante. Ich will nicht mehr. Ich nehme noch ein paar mehrere Forza-Kanten mit. Vielleicht hole ich mich noch ein. Niemals. Ich bin nicht letzter, also. Ja. Ja. Reden wir nicht drüber. Maxi, was machst du? Du bist gerade erst in Runde 3 gekommen, ich habe die Runde schon zur Hälfte abgeschlossen. Alles Quecks. Reden wir nicht drüber, habe ich gesagt. Was hast du gemacht? Die Strecke ist einfach scheiße. Punkt. Entschuldigung, Thomas. Und die Leute haben Probleme, diese Strecke zu fahren, weil aber die scheiße ist. Punkt. Jetzt, wo ich ganz hinten bin und eh das nichts mehr reißen kann in diesem Rennen, bei mir hängt die Bots am Arsch. Kann ich ja den Witz erzählen. Okay. Das ist, glaube ich, der Mann läuft durch Schottland, ja, irgendwo am See und war tagelang draußen unterwegs. Und dann sieht er irgendwo so ein Pub halt stehen, das ist ein typisch britischen Pub. Ne? Draußen hängt das Schild, gehört Peter und dem Drache. Ja, so heißt der Pub. Und geht da ran und klopft an und sagt, oder ja, macht ihm eine Frau auf und sagt, ja, hallo, ich bin hier seit Tagen unterwegs, ich habe leider kein Geld dabei, aber könnte ich trotzdem was trinken? Dann sagt die Frau, ja, auf gar keinen Fall, ja, verpiss dich, wir wollen dich hier nicht, ja, was trinken und dann nichts dafür zahlen wollen, ja, sagt der Mann, ja, kann ich da bitte mit Peter reden? Okay. Hast du Brot? Kapier ich nicht. Wer ist Peter? Das Ding hieß Peter und der Drache. Ja. Ach so. Der braucht kurz. Ja. Weitere dumme Anmachsprüche. Du bist die süßeste Praline der Welt. Ich hab die Füllung für dich. Bah, Alter. Ey, Praline, spielst du Füllung? Puh. Das ist einfach so ein bisschen ekelhaft. Darf ich der Vater deiner Kinder sein? Ey, das hat mir halt wirklich eiskalt gebracht, wenn du noch nicht gefahren bist. Darf ich der Vater deiner Kinder sein? Und Kumpel am Fenster runter machen.
Du rausrollst, Galine, brauchst du los. Alter. Es passt halt überhaupt nicht. Ich hab Monster-Renn-Anzug und fahre ein Red Bull-Rennfahrzeug. Das hat bei allen gesponsert. Nein, ich will heute den Traktor nicht. Gab es nicht sogar eine Zeit, wo der Traktor sogar als irgendwelche Meter ja, ist ja immer noch. B700 Dirt, das ist Ding extrem stark. Danke für den Check, Treiber. Ich glaube A800, A800 war nicht ganz so stark. Die zwei hinter dir denken, scheiß Traktor, verpiss dich jetzt noch Ende. Nein, nicht drehen. Ach, leck mich doch. Du hast eine Freundin, das solltest du nehmen. Alter, jetzt drängt der Scheiß mich auch noch ab, ey. Was ist das für ein Affe? Danke dafür, dass du ihn beschäftigst, Kreuz. Kann ich unbemerkt dran vorbei. Ah, nice. Ich merke gerade, ich habe den Traktionskontrollen-Bug und ich wundere mich, warum ich nicht nach vorne komme. Ey, aber der Honda fährt sich echt geil, muss ich sagen. Thomas! Sorry! Das wäre fast gewesen, ey. Fast. Bei mir war's. Jetzt ist der dämliche Flyhigh schon wieder vor mir, ey. Mann! Oh nein, ey! Ah nice, ich hab fast wieder aufgeholt, trotz der Drehung. Ich sehe Scracks immerhin wieder vor mir. Das ist nicht wahr, ey. Das ist einfach nicht wahr, ey. Wie die einfach so da durchfahren können. Aber sie backen vorm Ziel, das könnte... Leute, ja, es ist doch wieder assi, das ist doch einfach nur... Weißt du, dass es viele Männer gibt, die mit irgendeinem Spruch versuchen, ein Mädel anzumachen? Ich bin da ganz anders. Versuche den Spruch, einen Mann anzumachen. Ey, Schnitte schon belegt. Oh Gott. Das ist stumpf as fuck einfach nur. Boah, der ist so flach. Gibt's so. Das ist eigentlich schon so ein bisschen smarter. Jetzt sind deine Eltern so du bist wie eine Bombe. Terroristen meinst du? Ich bin ein bisschen smarter und so. Ich spreche was willst du zum Frauen Frühstück? Aber. Was willst du zum Frühstück, okay? Ja, musst du drüber nachdenken. Weil es impliziert ja, dass sie dann am nächsten Morgen bei ihm ist. Zum Frühstück bleibt, genau. Ich hab gerade einfach Frühstück bleibt. Ja, ja. Wär's, wenn wir morgen zusammen frühstücken? Hab ich jetzt grad. Ja, ich meine. Hey, das ist das Schlimmste, ich schreibe für den Traktor. Du kommst nicht den Sprung hoch. Ja. Nein? Ich bezweifle, dass das der gut landen wird. Und du musst gut landen, um dadurch in zwei Chancen zu kommen. Aber 50-50 Gewichtsverteilung regelt doch bestimmt bei dem Traktor. Thomas! Ey, ich hab neben mir jemanden. Oh meine Fresse, ey. Wie die durch die Gegend. Ey Leute, hört bitte auf hier mit dem Schieben. Ja, ich schieb dich mal gesandwiched. Ich weiß doch grad aus, ich hoffe, dass ich überhaupt irgendwo reinkomme. Nee, es geht eigentlich mit dem Traktor. Entschuldigung, Maxi. Leistung, aber ansonsten. Jetzt kommt der Sprung, jetzt entscheidet sich's. Ob ich Kreuz besteige. Ja. Nee. Oh, wir passen da nicht zu zweit durch. Scheiße. Das wissen wir auch nicht. Ja. Ah. Und ich bleib natürlich dran hängen, Alter. Nee. Holz schafft's durch und ich bleib hängen. Ja, nice. Oh, Max, du bist aber noch nicht lange nicht hingeblieben.
Akku ist hängen geblieben. Ey, ey, ey. Oh. Mitmenschen. Vor allem, wenn sie nicht da sind. Ich beleidige Leute immer gerne in ihr Gesicht. Wenn ich sie bleibe. Nein, ich beleidige ja selten. Ja. Oh, voll beleidigt. Alter, das ist halt wirklich mit dem Traktor, das ist wie Porsche fahrt. Oh Gott. Hab ich den bekommen? Nein, natürlich nicht. Fuck. Lief war schon zu gut die Runde. Ich hab auch wieder nicht gemeint, dass er durchfahren. Es endet nicht gut. Thomas, nein. Na, ich bin trotzdem hängen geblieben. Nein, ah. Ich bin an der Scheißkarte da hängen geblieben. Ach, was Geist, bist du auch hängen geblieben. Wir sind alle hängen geblieben. Aber jetzt noch an der Kante. Ja, ich wollte es gerade sagen. Jede Runde eine Kante? Wie war das? Ich bin schon wieder so weit hinten dran, ich könnte schon wieder hier. Ich höre doch, ob es ein bisschen so ein bisschen knallen. Schaust du nach links, Tom ist direkt neben mir. Kenn ich den noch für Witz, aber den kennt ihr bestimmt schon. Das ist schon uralt, das ist egal. Kommt der junge Mann in die Apotheke. Fly high. Ja, das war Kader. Was? Der Fly High ist gerade abgehoben. Der Fly High macht einen High Fly. Ja. Diesmal fahre ich weiter rechts. Boah, nein! Boah, das gibt's doch nicht. Vor allem, ich sehe dich da noch rumputzen. Und was macht mein Traktor? Ja komm, Schnauze da oben in den Himmel. Was macht, Leute, was macht ein Pedobär im Busch? Eine Kinderüberraschung. Was ist ein Pedobär im Busch? Du musst es ausdrücken. Der ist schlecht. Vater, Fritzchen, zünde doch mal bitte den Christbaum an. Nach einer Weile fragt das Fritzchen, Vati, die Kerzen auch. Ja. Also letztes Mal waren sie besser. Sagte ist das Paulinchen mit der Oma auf dem Spielplatz. Und das Paulinchen hat heute extremen Spaß am Schaukeln. Und man sieht die Oma, dass beim Paulinchen den ganzen Rock hochzieht, wenn die am Schaukeln ist. Und läuft hin und sagt, Paulinchen, aufhören, du musst aufhören zu schaukeln. Die ganzen Jungs können ja deine Unterhose sehen. Und dann nach 2,5 Stunden will die Oma auch wieder heimgehen. Paulinchen hat aber nur so viel Spaß im Spielen auf dem Spielplatz, dass sie sagt, sie möchte noch da bleiben. Sagt, ja, ich wohne ja gleich da drüben, komm schon einfach nach. Ja, aber kein Schaukel mehr, gell, sonst sieht man deine Unterhose. Okay, 2 Stunden später kommt Paulinchen nach Hause, fragt Oma, und wie war es noch? Ja, sagt Paulinchen, alles super, haben noch voll viel Spaß gehabt, haben die ganze Zeit noch geschaukelt. Und sagt die Oma, hey, ich hab doch gesagt, du sollst nicht schaukeln, da sieht man deine Unterhose. Sagt das Paulinchen, nee, kein Problem, ich hab's ja ausgezogen. Es war mir doch so klar, dass es natürlich war das klar. Dass irgendwann ein Typ auftaucht, aber das ist so endet. Ich hab von vornherein dran gedacht, ach, das könnte sein, dass er da noch was auszieht. Ist doch logisch, oder? Ja, so sieht man das Unterhöschen. So sieht man nur das Fetzchen. Ja. Oh Gott, das ist klein. Scraggs. So manche kann ja. Scraggsy. Einfach die Klappe halten. Ja, echt, genau. Mann. Nicht, dass das Niveau noch komplett sinkt. Hatten wir jemals hier ein Niveau? Okay. Na los, komm, wir machen das Schaukeln, oder? Ja, los. Was ist es diesmal? Locker mit einem Bobbycar gegen Overcraft fahren. Nein, Taxi. Nein. Taxi gegen Flugzeug. Oh Gott. Das war ja schon mit dem Aston Martin da so eine Sache. Es war einfach mit dem Aston Martin, aber die lag es ja trotzdem nicht erlaubt. Das ist halt so. Aber der Aston Martin. Oh, nice. Ich habe eine Verbindungsunterbrechung.
Was hast du? Ich hab eine Verbindungsunterbrechung. Moment, bin gleich wieder da. Na, dann warten wir noch ein bisschen. Event wird gestartet. Jetzt bin ich mal gespannt, Maxi. Das hat eigentlich sehr lang gedauert. Ja. Ishas Taxis, Alter. Aber da sind die Slickreifen drauf. Ja, irgendwie muss ja... Na, Maxi, bist raus. Da hat er gerade macht einen Modem Neustart. Ich glaube, das brauche ich auch. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon in Tschernobyl war. Wie oft? Mal. Also ich einer muss nur gewinnen. Irgendwie sind die Witze hier auf der Website absolut scheiße. Und dass du sie erzählst, macht es nicht besser. Ja, ich weiß. Ich lasse es lieber. Delta-Flügel-Flugzeug. Alter, ein Taxi mit das Ding auf einfach auf S2939. Irgendwie muss der ein Flugzeug besiegen können. Das Ding ist serienmäßig auf D100. Das kann auch nicht gut enden. Sag ich euch jetzt schon. Mein ganzer Controller vibriert. Ich sehe nichts mehr. Und natürlich die V12 von Lamborghini eingebaut. Na klar. Oh Gott. Gas. Alter Pascal, was ist? Alter Fly High. Alter, was? Du drückst mich gegen die Wand. Du kannst allein nicht fahren, ganz Alter, einfach. Alter, ich war gerade rechts neben dir und du hast mich gegen die Wand gedrückt. Du hast mich gerade gegen die Wand geschickt, du hast mich erstmal bei der Pause, du bist erst in volle gerade in die Kurve reingebrennt. Nein, ich habe hier jemanden neben mir sitzen. Du hast mich da so an die Wand gerade nach oben gedrückt, Alter. Ja, Ruhe. Ey, ich bin nicht reingebackt. Mit deinem lahmen PC. Ui. Alter. Die Kiste fährt absolut. Du wolltest nur Wolf und wow. Danke, Vorsackkante, meine Fresse. Danke fürs Heckantrieb. Ja, das war's. Ja, einer gewinnt. Baut und Eckantrieb auf 900, also D100 auf Eckantrieb auf 900 hoch. Bringt dann noch so einen scheiß Sprung rein. Ich glaube nicht, dass es Heckantrieb ist. Doch. Ist es. Nee, glaube ich nicht, oder? Doch, doch. Also ich finde, der ist sehr heckerlastig. Also ja, aber nicht so wie ein Heckantrieb. Also der bricht aus, das ist schon scheiße aufgebaut. Aber jetzt nicht, weil er gefühlt Heckantrieb ist, sondern weil er einfach scheiße eingestellt ist. Ja, das kann auch sein. Er ist scheiße eingestellt, hat absolut viel zu viel Leistung, auch viel zu wenig Gewicht, absolut beschissen Aerodynamik halt einfach. Sag ein Kasten, was jetzt machen wir? Was willst du hier in Aerodynamik rechnen? Das ist halt einfach ein Kasten, ein Würfel. Das ist wie wenn du zur G-Klasse sagen würdest, ja, Aerodynamik. Geschafft. Nice, das kam gerade für diese Animation, wie ich über diesen Sprung auf der Brücke hüpfe. Und auf dem Sprung springe ich so voll geil drüber. Und dann geht's Spiel weiter und ich bin einfach im Wasser. Das, die Song, danke, Forza. Und daher, wenn vor dir drei Autos sind, dann lass es mit den Wallriden. Ich hab nicht gewallridet, ich hab voll auf dich draufgehalten, um dich wegzuschießen. Um das mal klarzustellen.
als die übliche Flyer-Taktik. Ja. Damit Scrakes in Ruhe vorne wegfahren kann und nicht von Pascal behindert wird. Ach so. Nee, ja. Das war auch Gold vor mir. Bis zur Brücke. Ihr habt euch gegenseitig behindert, damit ich vom Rennen gewinnen kann. Nee, Flyer sieht sich ein, dass er verliert, deswegen muss er andere nicht verlieren lassen. Und Flyer hat's einfach nur verkackt. Bei den Schaurennen-Remixen habe ich damit kein Problem. Ach, die sind so flüssig wie ein Schluck Salzwasser in der Wüste. So wie die meisten anderen Dinge auch. Das ist so nötig wie Staubsaugen in der Wüste. Ja, genau so. Gesundheit. Mahlzeit. Sorry. Hat's geschmeckt? Oh, Maxi, bist jetzt wieder da? Da fehlt ja noch einer. Nee, warte mal. Da fehlt doch Thomas? Niemand. Okay, Thomas ist jetzt auch wieder. Ich guck kurz, dass das ist. Okay, wir haben 80% vom Frühling auch schon abgeschlossen. Juhu. Wir haben den Formula Drift 599 Ferrari. Ganz toll. Juhu. Bin begeistert. Total toll. Ich bin gleich wieder da. Also, Spiele oder Prüfung? Wir müssen beides machen. Ja. Lass ein bisschen spielen. Lass uns ein bisschen spielen? Okay, spielen wir. Ja. Alter, dieser das ist einfach so ein riesen Schiff. Hersteller Audi A800. Wollen wir mal gucken gehen. Da habe ich mir vorhin was Schickes aufgebaut. Ich meine, normaler Raptor ist schon nicht klein. Aber dann hinten einfach nochmal eine zweite Achse hinten hin machen. Alter. Also du meinst ein Doppelt. Der 3-Achse. Das ist auch mit der G-Klasse genauso. G-Klasse ist ja schon relativ. Ja, aber das Ding ist nicht. Ist zwar schon ein bisschen länger als die Serie, aber halt nicht so krank länger wie hier beim Hennessy, finde ich. Die G-Klasse ist viel länger als die Serie. Ja, da ist ein ganzes Auto noch hinten dran. Gegensatz zum Raptor. Raptor wird einfach nur ein bisschen länger gezogen, eine Achse dran gemacht. Das ist nicht so. Zum Raptor und zum Hennessy Raptor ist nicht der Unterschied nicht so groß wie im G-Klasse und im 6x6. Raptor an sich schon so lang wie fast so lang wie ein G6x6. Bin ich. Ich denke eigentlich, dass das 6x6 in echten, also der Mercedes auch riesig ist. Also ein Kollegen, der hat mal, sein Vater arbeitet bei Mercedes und die hatten mal den Dinger für ein paar Tage gehabt. Und ich meine, das mit Einfahrt reinstellen, da musst du halt eben entsprechend die Einfahrt dafür haben. Also die hatten eine Garage gestellt, der hat hinten halt komplett rausgeschaut. Selbst kommen wir zu mir, wir machen jetzt mal den idealen Vergleich. Wir stellen 6x6 ist 6x6. Hast du den Raptor oder den? Ich hab die Jeep. Dann hol ich den Raptor. Den Jeep! Jeep. Also G-Klasse. Ach so. Den G. Den G. Den G. Den G. Okay, dann mache ich mal ganz kurz Pause pinkeln. Bis gleich. Der Unterschied ist halt, warum. Gut, dann machen wir mal weiter. Gucken, dass Maxi gleich rankommt. Ja, nimm deine Zuschauer wieder mit. Mit was? Ja, ich nehme nehm meine Zuschauer wieder mit, genau. Das Ding fährt trotzdem, trotz 1000 kW, halt gerade mal 313. Das sind die Reifen, die begrenzt worden sind. Die Reifen sind auf, die Offroad-Reifen sind normalerweise im echten. Ich glaube, der Racing V6 Twin Turbo ist. Er könnte aus dem Huni Truck sein. Warte mal. Maxi? Ja, ich bin noch dran. Und wir könnten einen Bremslager oder einen Turbo.
Ja, das ist der Motor aus dem Honey-Truck. Irgendwie ist der mit der Internetverbindung noch nicht so zufrieden. Ist ein Ding. Ja, typisch. Aber die Spiele noch nicht gemacht haben und das. Ich finde allgemein die 6x6 allgemein. Das gibt ja nicht viele Versionen. Es gibt einfach Land Rover 6x6. Dann gibt es. Was hat. Bist du in der Gruppe? Ich glaube von Chevrolet Colorado hat Hennessy noch ein 6x6 gemacht. Buddy in your channel timed out. Oh oh. Und die zwei halt noch. Gibt wirklich nicht viele 6x6. Also jetzt mal davon abgesehen, jetzt mal LKW, das ist nicht klar, weil 6x6 ist Transport, aber. Buddy entered your channel. Moin. Der lässt sich halt fahren wie ein Schiff. Ja. Ich überlege mir eh so, wenn ich mir wirklich mal irgendein fünften Leben oder sonst irgendwas, wenn ich mal doch ein bisschen mehr Kohle habe, wenn ich mir im 6x6 hole, was willst du damit auch rasen? Das machst du normalerweise nicht auch nicht. Du kannst damit höchstens über den Rasen rasen. Das ist halt das, was er halt perfekt schon kann. Halt übers Gelände donnern. Ja, über den Rasen rasen. Na, was sagst du, Maxi? Die Videos vom Gegler sind manchmal gerne mal anschauen. Ja, die da durch die ich brauche leider noch eine Minute. Tut mir voll leid, dass ich euch jetzt hier aufhalte. Kein Problem. Also halt durch die Wüste durchbrennt, mach mal schneller, als gäbe es kein Morgen. Ja, für dich nicht, Freiherr, weißt doch. Ja, und noch was anderes zu tun. Okay. Den No-Nut November verkacken. Ich find's halt so geil, dass der Honey-Truck halt hinten einfach nur das Gestell hat, so ein Stahlgerüst und dann halt die Karosserie außenrum. Hiccup halt. Aber du kannst da durch den Boden durchgucken. Da gibt's keinen Boden. Welchen geht's jetzt? Um den Honey Truck. Ach so. Wir könnten mir mal kurz eine Einladung schicken schon. Ja, du redest mir noch um 6x6. Aber so als 6x6 Pickup, das ist halt eine riesen Ladefläche, also Platz hast du hinten. Ich versuche ja gerade ein bisschen zu tunen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Alter, untersteuert die Kiste. Junge, die Kiste kommt um keine Kurve rum. Moin. Seid einfach gezielt. Ja, das ist halt echt krass. Bei mir bist du auch hängen geblieben mal im ersten Moment. Du bist dann weitergefahren. Ach komm schon. LOL. Alter, du warst noch nicht mehr zur Hälfte im Wasser. Nicht so, Alter. Ich hab das Wasser gestreichelt. Pass auf, geh ich da auch runter bei dem leichten Tümpel hier? Nee, da glaube ich noch nicht. Yes, ist ironisch gemeint. Okay, Maxi. Was denkst du? Hast du Einladung? Ja, ich bräuchte mal kurz eine Einladung noch. Ich hab noch keine. Ja. Gut, ich habe jetzt auch nicht Handling umgebaut, so in Feintuning, aber ich glaube viel mehr. Oh. Danke, Thomas. Junge, was? Force ist halt echt der 6x6 echt eine Verarsche irgendwie. In Force ist allgemein Offroad-Fahren eine Verarsche, weil du halt an jedem Felsen hängen bleibst. Ja, hätte ich gesagt, starte einfach mal. Okay, machen wir sofort. Du brettest da durch Steine durch, als wäre es nichts.
Eine Minute 46. Ich hole mir ein Bier. Optimal. Ich glaube, der hat einen leichten Rechtsstrahl, wenn er springt. Muss das mal beobachten. Da, halt, nicht drehen. Was machen wir jetzt eigentlich? Spiele oder prüfen? Pascal, Rückwärtsgang und dann einfach Spiele. Spiele. Spiele, was brauche ich denn da? 800 Audi. A800 Audi, okay. Eine Minute. Oh mein Gott. Ich habe mir vorhin einen schicken Audi aufgebaut auf Ehrenbruderbasis. Das Ding ging richtig ab. Mal schauen, ob der das auch in den Minispielen beibehaltet. Beibehält. Wahrscheinlich ein Straßen-Audi, aber. Er hat viel Geschwindigkeit, das einzige, was du brauchst in dem Minispiel. Wenn du Power hat. Das ist Zukunft. 25. 20. 15. Fünf, vier, drei. Zwei. Bisschen verwirren. Ja, jetzt muss er eh noch Spieler suchen. Verstehe nicht, warum immer so Etappen. Verstehe nicht, warum immer so Etappen. Wo sind denn die Minispiele? Steinbruch. Ja, gut, es geht. Gut, dass ich ein Straßenfahrzeug aufgebaut habe. Ja, auf Steinbruch geht's noch. Ja, ich habe auch ein Straßenfahrzeug. Das war gerade mein Gedanke. Scheiße, ich habe ihn vorher nicht geschaut, für was ich den Audi aufbauen soll. Aber ist ja. ist ja eh erstmal Audi. Pascal. Allrad von der her passt das schon. Erstmal Pascal überstiegen. Und ich habe noch überlegt, ob ich ein Audi auf Hackertribo bauen soll. Ah, zu schnell. Ja, warum hast du es nicht gemacht, wenn das sie wollen? Scrax baut gern Audis auf Heckantrieb um. Ja. Also der Wendeklasse... Mal bei diesen, große, weißen... was ah, hier stehe ich gut. Ford. Diese Monatsrivalen. Was ist, wenn du der allererste bist? Du hast ja keinen Rivalen. Wer ist dann dein Rivale? Da bist du der Rivale von allen. Ja, aber du hattest ja in dem Moment keinen Rivalen gehabt. Also hast du ja so mit den Monatsrivalen nicht bestanden. Du hast den Rivalen ja nicht geschlagen, oder was? Beim Monatsrivalen geht es einfach nur darum, eine Zeit zu setzen. Ja, die besser ist als die Folge. Nee, es geht einfach nur darum, um eine Zeit zu setzen. Die halt gewährt wird, also nicht markiert ist. Baum. Nö, du kannst deine markierte Zeit setzen. Nee, das ist glaube ich nicht. Doch. Doch, es geht. Echt? Scheißegal, ja, du kannst deine markierte Zeit setzen. Spielersuche für Saisonveranstaltung. Warum kommt denn nichts zusammen, ey? Was ist hier los? Vielleicht nochmal neu starten, oder? Wohl. Wenn es so lange dauert. Ist gerade voll geil, wie man die ganzen Blumen hier wegheizen kann. Der eh neue Start, das wird kurz.
muss es halt, das Problem ist halt, wenn ich falsch neu starte, tut mir trotzdem weiter. Weiß ich nicht. Alter, ich muss noch gut, Alter. Wir haben schon fast 11. Ja, wir warten ja gerade ewig auf das Spiel, das wieder. Ich weiß ja nicht, ob ich das mit euch beenden kann, weil. Doch noch zwei Sachen. Die muss ich schon. Ja, wenn es schnell geht. Mein Handy ans Ladekabel. Ah. Haben wir jetzt was? Nö. Ah, jetzt bin ich oben. Ich hab halt so langsam keinen Bock mehr zu warten, ist das Ding. Ja, da kann Grolls, da kann Flyhey, da kann ich, da kann Maxi, da kann. Tom ist nichts dafür. Ich weiß. Er ist auch sauer. Ja, Grolsch. Ja, da kommt was. Ah, hast du was gefunden. Endlich. 10 Spieler haben angenommen. Hey, wake up. Grolsch hat die Sitzung verlassen. Ey, nein. Komm, Alter. Was für ein Dreck. Ach, nee. Move von diesem Game. Wir sind, bei mir kam es an. Ah, jetzt kam es ja, an, ja. Auch. Lol. Nee, bei mir ist aber 6 von 9. Bei mir steht 5 ja. von 6. 5 von 6. Dann müssen es auch 6 von 9. Okay, jetzt passiert gleich irgendein Mist, das weißt du wieder. Wir müssen gleich in unterschiedlichen Lobbys oder in unterschiedlichen Teams oder irgendwas entweder stimmt da nicht. Unterschiedliche Teams oder andere Lobbys. Ich glaube andere Lobbys. Das war schon wieder klar. Es hat schon wieder so lange gedauert. Das kann nicht funktioniert haben. Ich frage mich, was da jetzt nicht dran funktioniert. Der soll nur 6 weitere Spieler suchen. 6 weitere Spieler. Mehr muss der nicht machen. Der muss weder irgendwas neu erfinden oder sonst irgendwas. Er hat ja schon 6 Personen. Er hat schon ein Team. Muss nur ein zweites Team finden. Also wenn ich mich bei euch nicht tun will, ich bin sofort raus. Ich gehe da wieder raus. Bleibt er einfach drin, ist doch egal. Gewonnen ist gewonnen. Oder Team 2 gewinnt er auch. Okay, ich bin im. Okay, wir sind in denselben. Alle Bus. Gegen Grolsch oder was? Sieht's aus. Ja. 5 Leute. Wir sind zu 5 im Team. Ernsthaft. Also ich bin mit 5 Leuten im Team. Dann hätte alle Grolsch ja nur die 4 Leute. Vorsam. Alle gegen Grolsch. Ja. Danke. Das ist danke. Ich find's gut. Grolsch, deine Krone hole ich mir gleich. Ah, nee, ich fahr lieber Nice Fiber hinterher. Alter, warum musst du schon wieder so dermaßen nebig sein? Was, ich hab ne Krone? Aber. Ja, natürlich hast du immer am Anfang die Krone und dann sagst du, ich bin der Beste, weil ich ganz mal die Krone hatte. Der ist der Nächste gelieft. Hab schon einen. Alter, ich stehe im Wasser, was ist denn hier? Ist mir egal. Ich bleib hier stehen, leck mich doch. Hier, Forza, hier. Hier. Oh, Turn 10. Hier, Turn 10. Hier, hier. Gucken, Jan, gucken hier, gucke hier, da. Seit wann habe ich eine Krone? Hast du wahrscheinlich von mir geholt. Nee. Nee. Thomas, du kriegst meine noch nicht. Hä, warum habe ich denn. Ich hab's gar nicht gecheckt, dass ich eine Krone. Ey, Leute, hab. Sollen wir einfach rausgehen und nochmal neu machen, weißt du? Oben ist gewinnt doch eh. Ich habe. Ey, es macht doch halt oh, so absolut. Inaktivität. Oh, ich muss ein bisschen fahren. Nee, ich wäre echt dafür. Das ist dann einfach um den Spaß deswegen, weil. Wenn Grolsch rausgeht, dann haben wir eh gewonnen, dann brauchen wir es nicht nochmal fahren. Ja, aber ich hab ja, nicht aber ich gewonnen. Ich hab keinen Bock, jetzt das einfach so hier zu machen. Ist mir doch scheißegal, wenn die Penner das einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ja, ja mach mal einfach kurz zu Ende. Macht halt einfach keinen Spaß. Feier oder ausgebremst. Ei, ei. Ja, also mit Minispiele. Ich bin eh dafür, wenn du raus, einfach rauslappst, dass du immer einen
20 Minuten Sperre bekommst. 20 Minuten, eine Stunde. Hm. 20 Minuten kannst du doch easy überbrücken, mit, indem du den Rest machst. Du bist so schlecht. Was hast du schlecht? Ich hab gebremst, mir, dass du die Krone nicht bekommst. Ja, ja, du bist so schlecht. Holz auf links. Danke. Oh, ich werde gleich ausgebremst und hab einen hinten dran. Danke. Echt? Deswegen bin ich ja auch da drauf gefahren, dass er dich nicht kriegen kann. Nein, Krolsch ist da. Ja, ausgetrickst. Ich war nicht durchs Wasser. Ich war mit 30 km durchs Wasser. Oh, da kommt Krolsch schon wieder. Oh Gott. Okay, es geht halt wirklich voll geslammt, Audi RS3 gefahren. Da hat Bolsch zu mir geklaut. So. Was eine Pfeife! Ja, das ist jetzt mal ein bisschen Blei, genau. Mach mal Kreuzsch weg. Der Audi, der andere Audi, oh Mann, ey. Was denn? Ja, ich bin hier mit 20 km angefahren und der fährt neben mir her und kriegt es nicht geschissen, mir die Krone abzunehmen. Leute, ich glaube, irgendwer fliegt gerade raus. Ich ja. glaube, es hängt. Nice. Ja, da fliegt jetzt irgendwer raus. Mann, Vorsicht. Nee, ich glaube, der ist einfach rausgekommen, während. Ihr seid einfach nur zu dämlich. Einfach nur zu dämlich. Ja, einmal verlieren müssen die anderen. Meine Güte. Das hängt jetzt eh. Das kann jetzt auch noch 2 Minuten dauern. Also ich meine, ich habe ja nichts Besseres zu tun, als hier rumzusitzen und zu warten, bis es so ein Drecksspiel wieder funktioniert. Das ist armselig. Alles frei ist schuld. Bei ist schuld, ja. Könnt jetzt auch einfach schon duschen gehen und ins Bett, aber nein, ich kann auch noch hier weiter rumhocken. Gute Idee. Bin ich auch gut. Ist nicht ja, nice. Gut. Also Spiel neu starten in ein paar Sekunden, oder? Nee, das. Eine Fresse, ey. Jetzt ist es gleich vorbei. Ich glaube, wir kriegen gerade Inaktivitätswarnung. Nein, bekommst du nicht. Ich hab bevor der Ton läuft. Doch. Oder? Das ist der Timer vom Endspiel, glaube ich. Das ist so ein Scheiß, Alter. Also vorher, um dich kurz auf den Stand zu bringen. Wir haben gerade ungefähr 10 Minuten nach einer Lobby für die Spiele gesucht. Fahe ist hier. Dann haben wir endlich eine gefunden, dann war Krolsch im Gegnerteam und jetzt war die erste Runde vorbei und das ganze Spiel hängt einfach seit 2 Minuten. Okay, hast du bei Jarden? Ja. Okay, bei mir nicht. Ja, der Erste, der dashboardet und rausgeht, dann bei den anderen geht's dann... Nee, das Ding ist, das Spiel hängt, nee, das Spiel, es ist kein Standbild oder so, weil im Hintergrund sehe ich, wie die sich die Barriere noch bewegt, also... Das Spiel ist nicht irgendwie eingefroren oder so, es hat halt nur... Probleme weiter zu laden. Was. Das ist, aber das gleiche ist doch genauso wie in GTA. Wenn du in GTA in ein Haus reingehst, was hast du das ewig ladet und die rum passiert trotzdem alles normal. Meine Fresse, Forza, ey. Anstatt andauernd irgendwelche Autos reinzubringen, solltet ihr diese Scheiße einfach mal fixen, ihr dämlichen Vollpfosten. Nimmst du wohl nicht auf, Gold. Doch, klar, nehme ich auf. Ist aber egal, wir haben... Video an. Wissen, was für eine Scheiße die meisten fabrizieren. Glaubst du, wer irgendjemand von Forza guckt meinen Stream, beziehungsweise mein Video? Im Leben nicht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Thomas hat die Kolonne verlassen.
Super, das Thomas. Ist Thomas der, wo es rausgeflogen ist. Nee, ich hab Alt F4 gedrückt. Kein Bock mehr. Ich geh jetzt auch raus. Ich hab auch keinen Bock mehr, hier die Blumen anzugucken vor mir. Ich bin schon wieder im Spiel drin. Alter, es ist so zum Kotzen. Ja, ich schließe das Spiel jetzt. Okay. Echt? Jetzt, ich hab einfach nur ESC gedrückt und fertig. Der rote Spieler ist unter Gold. Also es ist blau und rot gemischt. Was passiert hier zum Teufel? Rot hat gewonnen. Geht bitte einfach raus, ich hab Bock, das jetzt. Ja. Ich geh. Na, ganz raus, ehrlich, die Lobby. Ich mag auch gerade mein Spielesound, hat's zerschossen. Ich habe das Gefühl, dass es diese Lobby, wo ihr gerade drin seid, dass da nochmal Probleme auftauchen könnten. Ja, auch wegen Thomas sollten wir jetzt raus. Ich gehe. Ja, ich bin auch raus, weil ich keinen Bock mehr hatte zu warten. Aber ich habe nicht Alt F4, sondern ich habe einfach. Ich habe Alt F4 gedrückt, direkt. Ja, da muss ich Spiel durchstarten. Aber da müssen wir das ganze Ding nochmal machen. Drei gegen Grolsch in der Flaggenjagd. Das heißt, ihr müsst ja alle nochmal neu machen dann. Ja, ist halt so. Aber müsste ja Thomas zum Beispiel ohnehin. Und Scrags und Nice Fiber, also kann man es auch zusammen machen. Meisterschaft abbrechen. Nee, ich hab einfach gewonnen. Ich hab einfach gewonnen. Ja, weil ich rausgegangen bin. Ich hab einfach eiskalt gewonnen. Ja, du bist einfach nur zu gut für uns. Ja, dann nehmt Fahe noch mit für die Prüfung und für die Spiele. Ich bin dann raus. Jetzt bin ich extra wegen dir gekommen. Wegen Maschinen, mir? Sorry. Warum wegen ist mir? Ja, weil du jetzt wieder gehst. Ja. Ja? Ja. Sorry. Musst du morgen so früh aufstehen? Nö, aber ich hab noch zu. Ich muss morgen eigentlich um 7 aufstehen. Komm ins Bett, Pascal. Girl, Gold, ich muss um 6 aufstehen. Mein schwuler Kollege starr. Hey, ich hab ein Audi gewonnen. Games vorhin. Du hast nicht mehr was gewonnen. Maxi hat die Tür auch verlassen. Sorry, ich bin raus. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt ist schon wieder dieser Scheiß-Bug mit dem, dass ich nicht online spielen kann. Ich bin raus, Alter. Ich hab keinen Bock mehr gerade mit dem Drecksspiel. Also heute ist irgendwie extrem schlimm, ja. Nee, sorry, aber wenn ihr noch weiter macht, viel Spaß, ich bin raus. Okay, hau rein, ciao. Ja, also ich bin auch nicht mehr in der Kolonne, fällt mir gerade so auf. Verabscheue mich auch. Wie ich es auch immer ich's geschafft hab. Thomas, bist du wieder bei Gold in der Kolonne? Nein, ich meine, Spiel verbindet sich nicht. Ah ja, cool. Ich bin gerade gesprungen, beim Landen war da irgendwo so ein Kieselstein, mein Auto schon umschlägt. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Jo, danke. Jo, tschüss. So. Oh, gibt's nicht. Es wir haben einfach alle keinen Bock auf uns. Das ist... Und Max, jetzt hast du das Ding schon bestellt. Ich hab's schon aufgebaut. Nee, den PC. Achso, den PC? Nee, hab ich noch nicht. Alter, was? Spielst du Ah, ich glaube, der sah schon nicht schlecht aus. Spielst du jetzt auf PC oder Xbox? Im Moment spiele ich auf Xbox. Also, es war schon ein heftiges Upgrade. Natürlich ist jetzt auch die ganze Steuerung wieder zurückgestellt. Deutsch, ich bin schon in der Kolonne. Wen muss ich denn jetzt auch einladen? Thomas, Bahe. Was? Thomas hat jetzt eine Einladung. Aber dem ist noch das Spiel problematisch gerade, ne? So, und wen muss ich jetzt? Da ist Thomas und dann noch den Fahe. Wo ist denn der Fahe? Fahe. Und offline sehr wahrscheinlich. Der ist zu Fame für normale Leute. Genau. Patientenspiele. Das kann jetzt nicht sein, oder? Gibt's jetzt nicht. Ja, meine Dutzenden von Follower wissen nicht, wie ich es noch nicht spiele. Zugbilder Nord? Wie wirst du denn geschrieben, Fahe? So wie im TS oder sie? Ja, F4, H3.
Also du hast eine Einladung auf jeden Fall. Gut, danke. Das ist doch echt. Thomas, wie sieht's bei dir aus? Ich mach, ja, stell gerade noch die Dinger an, die den ganzen Käse mit der Steuerung. Moment, ich bin gleich dran. So, Sitzung beigetreten. So, ich bin da. Okay. Das ist so, jetzt wieder 2 Minuten warten. Wer kennt's? Meine Fresse. Aber jetzt ist der Flyer nicht mehr da, jetzt läuft's. Maxi, was hast du vor? Das was da? Das funktioniert aber so nicht, wie du es vorhast. Du hast einfach nur zu schlechte Bremsen dafür. Was gibt's als nächstes? Spieleliste oder? Spielplatz. Spielplatz, oh nein. Okay, jetzt habe ich das geschafft. Ein Fahrzeug aufbauen. Oh, die 800. Ja. Ist das ein Stewie-Design? Nee, ich glaube nicht. Nee, ist es nicht. Da steht nichts dran. Bolt Quattro, mit dem macht man nichts falsch, oder? Ich habe kurz zu lange gewartet, haben wir auch noch ein neues Auto aufgebaut. Ich würde empfehlen, um was mit Offroad ein bisschen aufzubauen, weil das ist schiefer Bruch. Ja. War halt beim Auto mit 220 vorbei, aber war mir auch klar. Erstmal alles in Leistung reinhauen. Ah, du heilige Scheiße. Aber 260 soll das schon schaffen. 5, 4, 3, 2, 1. Geht los. Bei 260 passt. Aber bei 216, da hat er übelst gute Beschleunigung gehabt, aber. Warten auf andere Spieler. Was? Ja, das ist immer. Aber was danach passiert, ist halt das große Spoilerraten. Sind wir im Team? Sind wir nicht mehr im Team? Warten wir eine halbe Stunde? Wahrscheinlich. Oder bricht das Spiel währenddessen ab? Bin die 1, 2 oder die 3? Ja, wenigstens gute Musik im Hintergrund. Und das könnte ich auch machen, jetzt wo ich es nicht aufnehme. Sagt mir es jetzt. Das ist das Erste. Ah, 2 von 12. Sieht ja mal gut aus zur Abwechslung. 8 und 12, oh, da ist ein 12 dabei. Vorhin waren es nur 9 oder 6. Hat Fly vorhin schon erzählt. Voll das nice Ding hier. Das nice Ding hier? Das ist wie so ein großer Schuh. Und da ist so eine flauschige Füllung drin. Und da kann man seine. Das ist wie so ein großer Schuh. Ja, und was kann man damit machen? Und da kann man seine Füße reinstellen und dann hat das eine Heizung. Und wird warm. Sprichst du? Das habe ich auch noch nie gesehen, hab's heute gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben und hast dann gleich gekauft. Du kannst deine Füße so rein, das ist wie so ein. Ja, wie so eine Decke in Form von. Hast du kalte Füße? Beim Schuh? Ja, beim Zocken immer. Was? Echt? Ja.
schon. Ich kann das Fenster die ganze Zeit offen lassen, habe ich nicht gehabt. Ich auch. Mir ist allgemein immer voll kalt. Und da kann ich jetzt Füße reinmachen und dann so auf 3 Stufen. Und dann heizt es das so richtig schön, ist wie so ein. Ja. Wie so unter einer Bettdecke oder so. Voll angenehm. Oh Mann. Aber das Teil mega, ja. Meine Mutter hat das auch zum Skifahren, weil sie immer kalt hat. Dann hat sie beheizbare Skisocken. Ach cool. Na ja. Okay. Wir haben noch den Foxtrot dazu bekommen. Foxy Rock. Oh mein Gott. The Real Kid Toxic ist im Gegnerteam, okay? Keine Ahnung, aber das ist. Müssen wir schon wieder. Müssen wir da machen. Ich würde sagen, wir müssen Kronen klauen. Und der fährt erstmal. Ja, nice. Fahrzeug ist totale Scheiße. Rolf, mach mal langsam. Bye, ich komm zu dir. Mhm. Ah! Danke! Ja, du hast die Krone, fahr weiter. Ach, hier kann man aufs Gebäude raufspringen. Das, was ich einmal bei in der Multiplayer-Folge nicht geschafft habe. Oh nice, fahren wir den, holen wir uns. Ach, ich lieg schon wieder auf dem Dach. Nein. Yeehaw. Fuck. In 4 Sekunden werde ich ausgebremst. Jemand die Krone. Nein. Ich hab keine. Ich hab keine. Und dann fährt eine. Ah, scheiße, verloren. So. Ich glaube richtig scheiße diese Runde. Ich fahr immer auf einen zu, dann holt jemand anderes die. Ist ja auch nicht gut. Ja. Yeah. Ich werde in 7 Sekunden ausgebremst. Bis vor mir, oder? Nee, Boxhof ist vor mir. Machen das schon gut, die beiden. Die begeben sich die Krone immer wieder. Ja, mit drauf. Naja, die ich zweite. Werde ausgebremst. Jetzt. Und meine Gänge sind viel zu lang. Ah, das geht Thomas. 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 Eine, ja. Ist noch keine. Ui. Ja, du, das dachte ich mir schon. Das Kind, Alter. Fängt auch bei mir an zu lecken, Alter. Also wenn einer eine Krone haben will, ich bin oben. Alter, als ob du die mir jetzt... Ich verfolge den seit 5 Minuten gefühlt. Und dann bin ich hinten dran, da kommt einfach Thomas und schießt es weg. Wenn du da rumkriechst. Ja, was? Der hinter mir, komm mal zu mir. Weggeschrieben, was, eingekesselt. Nice, ich lieg auf dem Dach. Hör auf, auf dem Dach zu liegen, du Scheißkern. Ah, Scheiße. Oh nein, oh nein. Ich glaube, ich habe keine Sekunde die Krone gehabt. Fährt es nicht an, schafft die Rampe hoch. Da, da ist er. Nee, Jungs, so einfach nicht. Nice, Vibe. Warum liege ich schon wieder auf dem Dach, Alter? Hast du den, Thomas? Ja, er gibt es mir sogar. Okay, cool. Als ob ich die jetzt gerade eben so verloren habe.
Oh mein Gott, das war dumm. Alter, fahr ich, du! Alter, ich hab's nur noch so. Was, Team Thomas? Ah, einer von ihnen hat verlassen. Nein, von unten, oh nein. Schön. Hab ich den anderen. Niemand bei mir auf die Zeit zu gucken. Ganz, es war schon. Oh Gott, das. 5 Sekunden. Ich hab ihm gar nicht geguckt, was hatte ich. Nur eine Minute. Weil wenn die von dir die Flagge kaut, 10 Sekunden lang geghost, aber tust du die von deinem Teamkollegen die Flagge, nimmst du instant frei. Tja. Das war schon die Mischung. Flaggenjagd! Wir müssen einsammeln. Also alle Richtung, ich weiß nicht links, rechts, aber Richtung Flagge. Links und Nummer 5. Ich glaub, rechts. Ach so, wir müssen die blauen Flaggen sammeln. Von denen ist schon einer gelieft. Na super. Doch gut. Ja, ja. Da haben wir unseren Vorteil. Weil schlecht sind die jetzt nicht so mal. Ne, die sind stark koordiniert, finde ich. Ja. Nova Wolf. Hm. Ja, der. Oh oh, dauert schon wieder zu lange. Ja, irgendwie. Okay, wenn das jetzt nochmal so schrottig wird, dann machen wir die Prüfung und dann ist Ende. Habe ich keinen Bock mehr drauf, auf die Scheiße. Das ist. Oh je. Oh, es geht doch noch los. Ja, weil da ein Spaß draus gegangen ist. Soll ich das so sagen? Der geht in Ladezeit raus und da bleibt er nicht. Boah. Ich glaube, die haben irgendwas nicht verstanden. Sollen die Flagge verteidigen? Machen sie ja. Es ist halt jetzt keiner an der Base. Von der ist keiner von denen bei sich an der Base. Ja, niemand. Alter, wie oft will sich mein Auto noch aufs Dach legen? Gibt's nicht. Sind sie nur noch zu viert? Ja, die waren schon bei uns zu viert. Nein, zu fünf. Das hat auch zu lang geladen. Also ich habe heute kurz bei Rain hier eingeschaltet und die hatten 16 Punkte gemacht. Wer? Ray, heute. Livestream. Er hat mich berührt und ich habe die Flagge trotzdem noch. Okay, cool. Also so ganz kurz nach der Flagge hat er mich berührt. Gut. Haben Sie das mal einen, dass ich an der Punktezone? Nee. Jetzt weiß ich im Pausenmenü. Sind noch zu dritt. Also 60 könnte ich nicht schaffen. Ach, Herr Krautsch, sorry. Ich hab mir sowas schon gedacht, dass sowas passiert, ey. Wie viel hat Ray geholt? 16. 16, das schaffen wir. Ich glaube, ich hab's Gefühl, das können wir überbieten. Ja. Ja, haben wir schon. Meinst du?
da reicht. Jetzt habe ich's überboten mit meiner Flagge. Ha! Mit deinem Skill! Das ist geil, Alter. Komm schon, schaffen wir noch mal eine. Jeder. Ja, ja. Schaffen wir die 20? Wir machen die 20 voll. 20 wäre heftig. Ja, aber wir haben noch 20 Sekunden. Das ist einfach easy. 19. 20. 20. Ja, 21. Ich komm noch. Ja. Okay. Nein, da steht er. Ich dreh mich. Oh, ich hab's geschafft. 22. Nice. 4, 3, 2. Ach, der letzte. Was? 23 Flaggen. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord tatsächlich. Alter. Bei mir kommt Lego Screen. Aber ich sag mal so. Flaggenjagd Kieferbro. Okay. Gott, ich hatte gerade echt schon Angst, dass ich jetzt rauskomme. Und ich stehe wieder neben mir. Weil wir beide einfach durchgeheizt sind. Alter, 23 Flaggen ist feil. Sehr. Ich bin nicht 6 Mal im Steinbruch im Kreis gefahren. Ist so, wir zwei einfach die gleiche Route die ganze Zeit. Ich glaube, wir können sie abfacken. Ich glaube, das können wir auch. Wir machen ein Wettrennen. Einfach die ganze Zeit im Steinbruch herum. Mach einfach eine scheiß Mauer um die Flagge rum. Scheiße. Hallo, Obi. Nein, ich habe eine bessere Idee. Komm. Die einen zwei sind noch auf dem Spawn. Als ob er jetzt eine Flagge holt. Ich hab's ihn. Ich hab ihn auf dem Dach, hab ich ihn bekommen. Das muss ich klippen. Nein, die haben keinen Bock mehr, also die gucken jetzt einfach nur noch. Die anderen greifen schon mal an. Finde ich gut. Und ich hänge auf der Kante, kann mich irgendjemand schieben? Nee, ich bin geghostet. Shit. Patzer. Ich hänge auf einer scheiß Kante, bin geghostet und kann nichts mehr machen. Ey, hier unten, wie soll ich das beschreiben? Ich kann dir leider nicht helfen. Auf der ersten Ebene, also auf der zweiten Ebene von dieser Felswand. Ja, du bist gepostet, ich kann dir nicht mehr helfen. Danke, Forza, was soll das denn? Ja, fall runter, fall runter, fall runter, fall runter. Komm schon, komm schon. Ja, du kannst auch ins Pausenmenü die Dings zurücksetzen. Nee, geht, glaub nicht mit den Spielen. Bitte nee, geht nicht. Nee. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh, Gott sei Dank. Der macht Gruppensex, Alter. Lol. Bin mal gespannt, ob ich die Heckschürze verlieren kann, wenn ich jetzt noch mehr Damage mache auf das Ding. Also komm, Grolsch. Max kommt auch unter uns auf. Nein, ist im Pause-Menü. Dann war ich noch zwei. Nee, geht nicht. Also ich habe gerade irgendwas verloren, das war nicht die Heckschürze. Ein Seitenspiegel. Irgendwie hört das. Und eine Fassrolle. Iha! Ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit Zombiejagd ist. Musst du direkt aufgeben, meinst du? Nee, ich glaube, die geben nicht auf, weil die wollen, da denken sich einfach, können zusammen, die denken sich einfach, jetzt ziehen sie es durch. Ja, ja, klar. Klar ziehen sie das durch. Ist ja egal, ob sie verlieren oder nicht. So weit. Der erste 7, Alter, der hätte sich jetzt einfach nur noch ein Zeug gechillt hinsetzen können. Ja. Hat gerade einer gesagt, ey, nee, wir bleiben drin, weil wir kommen sowieso gebräuchte. So, oh, okay, gut, okay, dann machen wir ein bisschen Scheiße. Okay, passt, bin ich dabei. Ja. Jetzt fällt mir der Witz von vorhin wieder ein, wollte den eigentlich nur hören.
Oh, ich brauche mal ein bisschen Alkohol, dann erinnere ich mich an meine Witze zurück. Ich darf nicht zu laut lachen, meine Frau liegt schon im Bett, ey. Oh. Nee, so gut ist er nicht. Nee. Jetzt fällt mir der Witz von vorhin wieder ein. Ach so. Stunde später. Einfach nur geil. Weil wir sind Zombies, ja? Ja, wir müssen abhauen. Was? Nee, wir müssen fangen. Ja, hau du mal ab. Ja, fei, hau du mal ab. Weißt du, fährt rückwärts. Und das Ding. Nein, das ist. Nein, oh, das ist keine. Wieso sind sie alle schneller als ich? Weil du scheiße bist. Ja, der andere hat es auch verlassen. Was macht das für einen Sinn? Warum hat der jetzt verlassen? Naja. Noch die letzte Dingsbums, oder? Ich wollte es eigentlich früher fertig haben. Jetzt sind wir schon wieder nee, zwei Stunden. Ja, noch beide noch drin. Ja, gut, Teil war auch meine Schuld, dass ich irgendwie Internetprobleme hatte. Ja, aber das macht jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten aus. Maxi, das ist Forster Schuld. Das ist immer Forster Schuld. Genau. Die wollen nicht, dass wir gewinnen. War es aber scheiße, dass wir zuerst Zombies waren, weil jetzt muss man. Überlegen. Ah, nee, stimmt. Nee, war gut, stimmt. Wir müssen nur 30 Sekunden durchhacken. Komm, ich bin mal so fair, ich fahr mal zu euch. Mal gucken, ob er reagiert. Wenn wir jetzt hier jetzt wirklich abfacken wollen, dann lassen wir uns das alle infizieren. Dann haben nämlich die Runde gewonnen und dann geht's noch weiter. Die wollen ja mit Nano, dass es schnell vorbei ist. Wir könnten jetzt dafür sorgen, dass es noch länger geht. Spät. Ja, jetzt ist es zu spät, das stimmt. Das ist der einzige Vorteil vom Homeschooling. Man muss erst um 8 Uhr aufstehen. Super, Fahi. Ganz toll. Ja. Ah, sonst ist nur Scheiße von zu Hause. Das ist halt einfach nur Motivation, das zu machen. Du liegst da so in deinem Bett, schaust dann so Ben so Bett an, so, ich könnte jetzt eigentlich schon gut pennen. Und dann gehst du an den PC, denkst du, jetzt kann ich schon gut zocken. Ja, genau so. Dann irgendwann so, ne, die Küche ist neben dir, gibst du locker was du willst. Ja, mein Gott. Und an die dämliche Pause brauchst du auch nicht halten. Nee, dann schaust du halt einfach Fernsehen. Na, oder so, ja. Dann irgendwann so 2 Stunden später. Scheiße. Da war ja was. Da war ja was. Motivation fehlt halt dafür dann. Da jetzt mal eine Notizierung also, zu machen. Ich muss echt sagen, so Homeoffice finde ich persönlich mega geil. Ich will das nicht sagen, dass ich da weniger produktiv bin, aber es ist halt einfach. Ja, der Unterschied halt auch im Office und im School ist halt, dass du halt von dem blöden Rechner da sitzt und Videokonferenz hast, musst und dem Lehrer zuhören musst, während du eigentlich daheim in dem gemütlichsten Hocken chillst, in Jogginghose und sonst irgendwas, was du eigentlich in der Schule nie machen würdest. Und ja, aber wenn du Homeoffice machst, dann bockt es dich nicht, dann gehst du am PC, wann du willst und machst dein Ding, wann du willst. Ja gut, also trotzdem Termine. Aber ich habe mir da so, ja, es ist eigentlich schon so, gerade da Abteilung, wo ich bin, ist eigentlich schon so ein gewisser Dresscode auch vorgeschrieben. Also unausgesprochen natürlich. Und das ist halt schon auch anstrengend irgendwie so, wenn du immer dich dann da schauen musst. Ja. Und so kannst du einfach in Jogginghose, im Pulli, mega chillig dich vor den Rechner sitzen. Dann habe ich mir das in der Hochschule immer so angewöhnt, wenn ich konstruiere, dann mache ich mir gerne eine Serie nebenher an und Leute, schau ein bisschen zu und nebenher konstruiere ich auf dem zweiten Bildschirm. Funktioniert mega nice, aber könntest du Büro halt niemals machen. Aha. Okay, sind alle da? Yep. Okay. Also während dem Unterricht bin ich halt jetzt überhaupt nicht so produktiv in der Schule. Dafür habe ich 2 Stunden mehr Zeit, weil ich jetzt nicht 2 Stunden für hin und zurück. Okay, wir brauchen. Ja, das hat alles. Klassische Rennwagen 800. 800.
seitdem ich das mit Homeoffice so gemacht habe, habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr ins Geschäft zu fahren, weil ich mir so denke, wenn ich jetzt Homeoffice mache, dann stehe ich auf und sitze direkt am Laptop, kann dann durcharbeiten, mache eine halbe Stunde Pause und bin, wenn ich um 6 Uhr anfange, um 1:30 schon fertig. Ja. Und also habe ich dann wirklich aus und kann machen, was ich will. Und so, ja, erstmal eine halbe Stunde hinfahren, eine halbe Stunde zurückfahren, machst meistens länger Pause, wenn du im Geschäft bist, weil du mit anderen essen gehst und dann bist du irgendwann um 4 daheim oder 5. Ey, also, okay, hab ich keinen Bock mehr drauf, zu fahren. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den oder den oder den oder den? Ach ja, wir müssen halt einen noch durch spoxen, oder? Julia. Wir sind so 5, also wird noch ein 6 dabei sein, wenn wir Pech haben. Und der wird wahrscheinlich gut fahren, wenn wir Glück haben. Vielleicht ist das ein 2. Fahrer, dann haben wir eh gewonnen. Oder es ist halt jemand, der komplett abloost und ein Stockfahrzeug fährt. Okay, komm, pass auf, ich nehme den Porsche. Ich nehme jetzt kein Meterfahrzeug. Aber es ist Offroad, oder? Was muss ich denn? Offroad. Was? Was? Offroad? Nein. Ich weiß nicht, es war eine Frage. Nein, ich glaube, schreckt mich nicht so. Nee, so sieht das nicht aus. Die Straße. Sie folgen bei Retro Hardhatch. Auf dem Offroad da ist und so. In 17 Sekunden geht's los. 13, 12, 11, 10. Na, frei macht er schon. Ich habe ein Stockfahrzeug. Ja, frei macht das schon. Frei, du nimmst Gott auch mit dem Stockfahrzeug auseinander. Stockmeter, ja. Du kannst das Fahrzeug des Kolonnen. Nee, das geht glaub hier nicht. Nein, das geht hier nicht. Und der Ferrari Le Mans 512 wird schon. Ist 7,99. Ich sage das Stockfahrzeug auf 18, oder? Das ist ja, eben 7,99. Ah. Das ist auch 99. Was war das jetzt? Ah, hast du den Finger geklemmt oder wie? Nee. Mein Gott. Ich hab ihn, glaub ich, durch die Gegend geschubst. Da vibriert der Controller und der ist eben vom Tisch runtergefallen. Ah. So. Wie passiert sowas eigentlich überhaupt? Ich dachte, der Controller ist so weit weg. Ist halt er ist nicht vom Tisch runtergefallen. Shit. Wer war eben der Audi? Nicht ich natürlich. Nein. Nicht ich. Ja, zwar kam mal, jetzt sind mir meine Süßigkeiten vom Tisch gefallen. Deine Süßigkeiten. Ja, man nimmt einfach eine Mausmatte, dann passiert so das Zeug auch nicht. Post hat auch eh die besten Namen. Will denn jemand auf der Xbox aus, also Maxi? Nee, der Xbox-Spieler schlechthin ist ja offline. Nee, Maxi spielt doch sonst niemand, oder, auf der Xbox? Nee, nur Maxi von uns jetzt gerade. Nee. Bin der einzige Konsole-Präsident. Der mich schon vollständig die Xbox hat. Warum geht so lange? Ja, manche kennen das Auto vielleicht noch, dass ich jetzt mit einer Katastrophe. Ich hab das auch im letzten Mal schon noch genommen. Dieses Auto ist ein reines Dreckbild. Ich weiß schon nicht mal, ob das. Na, du hast ja hier eine Dreckstrecke. Warte, das ist das Auto, was wir bei den gemacht haben. Bei war es bei Wildspin dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Random der schnellste ist. Meinst du mit dem GT40? Meinst du? GT40 auf 800 und hat Prestige 6. Ja. Keine schlechten Vorzeichen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er jetzt was kann. Ich meine, du konntest auch mal dir die Prestige organisieren. Ja, aber der hat Hand und Vorzeichen. Der hat was? Maxi. Was passiert hier? Hä? Die fliegt einfach über uns rüber. Bereue ich, dass meine Aufnahme nicht läuft. Ah, diese Kurve doch bitte. Ihr denkt,
sich auch alle leisten, so ein random Shit-Team. Scheiße. Entschuldigung. Also Top-Speed hat meiner besten. Ich mach mal den Fly-High, wenn er schon nicht dabei ist. Ja, wollte ich auch gleich sagen. Ich fahr einfach eine fucking Rakete. Du feierst mehr auf Track als... Aber Kurven ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Alter, ich höre schon wieder den Staubsauger. Aber er ist nicht Erster, also... Ja, gerade eben war ich Erster und komm auch wieder an den Fahrer heran, aber dann ja, kommt leider eine Kurve. Wo sind denn die Fahrer? Ey, Maxi, was fährst du da für ein Scheiß? Ich war's, ne? Oh. Nein, nein, ich hab ihn zurückgeschaut, aber da ist ein Fehler und da bin ich in den Zaun reingefahren. Das hat mich so abbremst, hätte ich nicht gerechnet. Maxi fährt grundsätzlich auf dem Rasen. Grundsätzlich, grundsätzlich. Es kann keine Kurven fahren. Tuning ist so witzig. Hast du es selbst gemacht? Nee. Oh, jetzt kommt Thomas mit der Julia. Oh Gott. Oh. Was? Hör doch bitte auf zu untersteuern. Du kannst etwas von Übersteuern von mir haben. Also der fährt sich eigentlich echt geil, aber nicht einfach zu fahren. Überhaupt nicht. Maxi! Das will man nicht einfach zu fahren haben. Maxi, hör auf mit der Scheiße! Maxi mal grundsätzlich den Highfly. Maxi fährt wie gesagt, grundsätzlich es kann nur geradeaus. Das ist bei diesem Auto sowas von Gesetz. Du musst selber mal gefahren haben, damit du verstehst, was ich meine. Nein. Ich die Kurve ist dieses Untersteuern, es ist der Hammer. Irgendjemand vergewaltigt seinen Controller teilweise etwas. Ja, Maxi. Nee. Ah. Hast du mich auch gehört? Ich weiß nicht. Thomas? Ich weiß von nichts. Klack, 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 klack. Alles klar. Ja, hat dieser Candy jetzt auf einmal gemacht? Das ist weg. Aber wir nicht. Wie war das heute? Der ist hier. Nein, nein, Maxi, 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 nein. Maxi. Jetzt bin ich gespannt. Der hört sich jetzt ah, Schwein auf den Tisch gefallen ist. Maxi, aber der Start war geil. Sieht man das auf deiner Aufnahmegeräusch? Wie ich einfach auf alle drauf. Was machen? Ich hab nicht nach hinten geguckt. Keine Ahnung, wann musst du. Na, schade. Und wow, auf allen oben drauf gelandet. Echt, ja? Ja, der hat. Die Zeit ist vorbei. Einen Checkpoint aus. Nein, wir haben ihn auch ein bisschen blockiert bei der einen oder anderen Gelegenheit. Nein, nein. Der ist wirklich. Der hat sein Auto nicht unter Kontrolle gehabt. Der hat was? Der hat sein Auto nicht unter Kontrolle gehabt. Bitte Topspeed, bitte Topspeed, bitte Topspeed. Ich glaube nur noch ein Strich in der Stadt. Oh je. Yeah. Also glaube ich, viel schlimmer könnte es nicht sein, außer da die... Ich bin ja mit jemandem mal zusammengefahren und wir haben uns ja nicht kollidiert oder sonst irgendwas, aber na, die Kurven waren bei ihm schon ein bisschen sehr haprig. Also er hat echt Glück gehabt, dass er die Kurve gekriegt hat manchmal. Edinburgh Bahnhof, Rundstrecke. Rundstrecke, yeah. Ach nee, ach nee. Oh, genau die meinte ich. Ach komm schon. Aber du hast komm. Zwei gerade Strecken. Genau Maxis Strecke. Dann freue ich mich schon. Apple-Side-Rundstrecke. Genau Maxis Strecke. Ich bin schon richtig hot drauf. Das ist eh immer am schlimmsten. Wenn du einmal kurz irgendwo Wand berührst, brauchst du keine. Ach ja.
Thomas, hast du Allrad? Ja. Aha, dachte ich schon. Alter, lasst mich in Ruhe, das bricht so aus, das Auto. Nichts. Ah, sorry, Thomas. Und danke, Kelly. Kenny. Ey, der ist mir im Weg. Gerade im Bord irgendwie innen zu holen und geh raus, komm, Fireball. Komm, gerade Strecke, komm. Speed! Ich Turbo bin Zünder. Speed! Maxi weiß, was ich meine bei dem Spieler. Ja. Irgendwie fahren die Gegner extrem komisch. Die hucken aber. Nein, so schlimm war es noch nie. Das wird jedes AE Season schlimmer. Ja, merke ich auch langsam. Oder denke ich meistens. Von wegen besser, machen sie nur schlimmer. Ich weiß zwar nicht, was sie machen, aber sie machen es auf jeden Fall falsch. Also das Schlimmste ist jetzt mit dem Controller. Immerhin haben sie einen Bug entfernt mit dem aus dem Haus kommen. Na super. Na super. Ich bin jetzt total happy. Wenn sie Spiele einfach mal vorher spielen würden, dann würden sie feststellen, was sie für eine Scheiße bauen. Ich muss ehrlich sagen, der Benzer geht eigentlich voll klar. Bitte? Der Benzer geht voll klar, der ist leer. Es ist jetzt nicht der schnellste, das ist auf keinen Fall. Aber er ist halt ein guter Rounder. So, jetzt habe ich es auch noch geschafft. Was hast du geschafft? In die Clique zu kommen? Den Roten zu überholen. Nach meinem Dreher. Was die Vorsage. Ah, scheiße. Kann die Kurve halt schön eng nehmen. Wenn da ist für eine Palme, hast du dich wundert, warum ich so rumeier? Weil du kein Handing hast. Es ist, das Auto ist so tricky. Wenn du zu stark in eine Kurve reingehst, dann wankt das quasi in die zweite Kurve so komplett rüber. SLR, nein! Was? Die letzte Kurve habe ich verpackt. Ja, naja, aber beide Rennen zweiter, also irgendwas muss ich ja richtig gemacht haben. Tja, du kannst es mit deinem Skill ausgleichen auf der Stufe. Ja, aber guck mal, das Ding ist, war die Kurve an sich verkackt, aber der SLR hat mir verziehen. Weil ich wäre in Folge in die Wand geschossen, aber ich konnte den SLR so noch steuern, dass er auf die schöne Kurve kam. Falsch, das musst du ja, nach der Aufnahme mal kurz ausprobieren, das Tuning. Und das bei ihm, ich probiere heute nichts mehr auf. Wir gucken auf Uhr. Es sind 20 vor 12, ey. Oje, so spät schon. Klar. Wenn ich Glück habe, kriege ich das morgen noch gerendert, irgendwie. Scheiße. Wie viele Stunden? Topspeed. Ich denke mal, ja, nee, fuck. Ich denke mal, dass wir locker wieder 3 Stunden, 3,5 bis 6 sogar. Ja, ich habe die Blitzerzone, den Blitzer, den Sprung und auch schon die wöchentliche mit dem Godzilla auch schon gemacht. Bist du Goliath gefahren? Nee, du brauchst ja gar nicht einen Goliath. Lach mich tot. Ich würde jetzt auf den Schenkel. Achtung. Das ist Kenny. Ich wollte jetzt auf den Schenkel klopfen, aber ich muss leider Controller festhalten. Weil. Schade. Kannst du es dann auch holen. Alter. Wir wollten gerade perfekt in die Kurve getippt. Was für Lappen, ey. Voll am Blockieren hier. Danke fürs Anschieben. Ja, komm, bitte. Ich schick dich gerne an. Ja, ist klar, gut.
Wenn ich da auch dann schnell um die Kurve komme, passt das so. Mal kurz reingedriftet. Jetzt kommt. Alter. Gut, Thomas, mal schauen, ob du deinen Vorsprung halten kannst. Glaube ich nicht. Das Allrad. Also nice. Ja. Eher genau, schnell. Ich ja, ich auch. Was ist? Ah, die Kurve doch bitte enger. Was ist, Freund? Was wolltest du von mir? Eher schnell. Ja, ich bin von Kurven lässt, dass die Laufer gediegen fahren. Hi Maxi. Ja, ich komme noch nicht an dem Kenny vorbei. Ich komme nicht an Kenny vorbei, der lässt mich nicht so ganz. Entschuldigung, Maxi. Alles gut. Staub. Ausgeglichen. Staubsauger. Staubsauger. Ich höre nur Staubsauger. Muss ich es auch mal so machen wie der da vorne, der Kenny, Alter. Also in dem kurvigen Teil kriege ich euch immer. Außer mich. Nice, ich bin an deinem Arsch quasi. An deinem Arsch. Ich bei den aber auch. Jetzt hat er einen Fehler gemacht, jetzt kann ich ihn wieder. Ich bin schneller aus der Kurve gekommen, aber trotzdem hat Maxi mehr Leistung. Oh, da steht ein wilder Fahrer im Ziel. Emmy Zweiter. Alter, ich wurde gegenbockt. Fahrer? Was? Der Kenny hat uns einfach alle geXboxt. Und Maxi. Alter, unglaublich. Der war so hinter mir. Na, Maxi war vor der mir. Der war hinter mir. Maxi war vor mir. Ja, aber und ich war vor dir. Der andere, der Kennedy war hinter mir. Ja, und der Kenny war auch hinten irgendwie, aber... Der war hinter mir. Sorry, aber... Du warst ziemlich weit vor mir. Aber so erfolgreich war ja noch selten Multiplayer. Dank Fahis spektakulärer Drehung vor dem Ziel bin ich in allen drei Rennen Zweiter geworden. Ja, die war etwas sehr zu früh. Ach so, aber nicht so früh wie ich. Ich hab's bei Gelegenheit schon. Ich hab's bei Gelegenheit schon in der zweiten Runde gemacht. Ja, aber es wechselt so auch schon mal. Oder war es Bleihai? So, oh, jetzt geht da noch eine Runde. Jojo, das war's. Aber Leute, ich muss noch ein Foto schießen, sonst wird das wieder nichts. Okay. Also ich stehe an der Kreuzung. Ja. Beim Blitzer. Oh, da muss ich von dem Nice Fiber muss ich noch ein Foto schießen. Den habe ich noch nicht. Das wäre? Nee, den habe ich noch nicht. Hey, du bist nee, Maxi ist bei mir. Da ist Thomas, da ist Fahe und da ist Gold. Gut. Willst du kein Gruppenfoto machen? Doch, will ich. So, warte mal, dann komme ich auf die andere Seite. Bleib mal so stehen. Das heißt, der Grüne muss seine Schnauznummer. Okay, so. Nice, wir stehen ja auch so ein bisschen schräg. Wir machen so die Kurve.
Und dann muss ich den Nikos blödsinn. Den. Ja, danke. Ne, Thomas ist das. Thomas, nicht gut, alles klar. Ne, erstmal sagen wir Tschüss. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Viel Spaß beim Zuschauen und guckt auch. Ich wollte gerade sagen, bei Maxi rein, aber Maxi hat er nicht aufgenommen. Aber könnt ihr trotzdem bei seiner Spielliste und bei seinen Videos mal reingucken. Das war's von uns. Hab Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Tschö. Tschüss. Ciao. Ciao.